Dann herzlich willkommen an alle zum Online-Weg. Ich bin Josi vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist eine Veranstaltung vom Konzeptwerk Neue Ökonomie und findet im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Unteilbar Solidarische Osten statt. Wir freuen uns sehr auf das heutige Podium und begrüßen unsere Moderatorin und unsere Referentin und euch, unsere Gäste. Wenn ihr technische Probleme haben sollt, könnt ihr eine Privatnachricht an mich, ich heiße Konzeptwerk Neue Ökonomie hier in der Teilnehmerliste, senden oder der Knöll Tech Host heißt in der Teilnehmerinnenliste. Ich habe euch das ja auch schon mal in den Chat geschrieben. Und falls ihr Probleme haben solltet mit dem Audio, ist es auch möglich, sich per Telefon einzuwählen. Wenn eure Internetverbindung zu instabil ist, findet ihr auch hier im Chat aufgelistet. Genau, euer Video und euer Ton ist ausgeschaltet. Ihr solltet uns aber sehen und hören können. Und wenn ihr die Folie, die Präsentationsfolie während der Veranstaltung nicht sehen möchtet, könnt ihr die wegklicken, indem ihr oben auf das Minus rechts in dem Fenster geht. Ihr könnt die auch verkleinern. Genau, ich kann die für euch leider nicht ausschalten. Noch ein Hinweis, bevor wir starten. Wir möchten auf einen achtsamen Umgang miteinander hinweisen und eben diskriminierendes Verhalten jeglicher Art ab. Sollten wir also diskriminierendes Verhalten beobachten oder übergriffiges Verhalten, dann behalten wir uns vor, darauf zu reagieren während der Veranstaltung. Vielen Dank und hiermit übergebe ich an unsere Moderatorin der heutigen Veranstaltung, Magdalena Heuwiese. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Ich habe mich gefreut, dass ihr mich für die Moderation angefragt habt, für dieses spannende Podium. Ganz kurz zu mir. Ich bin vor allem in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv, bin beim ILA-Kollektiv, wohne auch im Osten auf dem Land in einer Kommune und arbeite beim Stay Grounded-Netzwerk zu Flugverkehr und Klima. Ja, das Thema für heute ist Bewegungsarbeit in Zeiten des Lockdowns. Nicht leicht, finde ich, zurzeit gute Bewegungsarbeit zu machen. In meiner Politgruppe haben wir uns seitdem ungefähr halbiert. Es ist oft irgendwie schwer, die Motivation fast ausschließlich online aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mich zurückerinnere an den Anfang der Pandemie, ich weiß nicht, vielleicht ging es euch, vielleicht ging es Ihnen ähnlich. Ich war erstmal total geschockt und trotzdem war da aber auch so ein Gefühl von Hoffnung dabei. Was, wenn das jetzt irgendwie auch eine Chance ist? Was ist, wenn die Krise bestehende Machtverhältnisse aufrüttelt? Was ist, wenn wir es hinkriegen, dass wir uns als Gesellschaft fragen, wie können wir die Wirtschaft danach denn anders wieder aufbauen und hochfahren? Und wie können wir unser Leben umbauen, gerecht und zukunftsfähig? Und dann kam aber recht schnell die Ernüchterung, weil irgendwie waren da nicht diese Akteure, die wirklich ausreichend Druck aufbauen würden für so eine Transformation, bundesweit, aber auch global. Und es wurde irgendwie, und es wird irgendwie immer deutlicher, wer hier aus der Krise als Verlierer und als Gewinner aussteigt. Und dass die, denen es davor schon miserabel ging, Menschen in Geflüchtetenlagern, in Pflegeheimen, denen, die kein Sozialsystem haben, dass es diesen Menschen jetzt umso dreckiger geht. Und ja, viele Aktive in Bewegungen sind auch in eine Art Schockstarre verfallen. Manche waren auch erleichtert, sich vielleicht mal ausruhen zu können. Vielleicht auch im Denken, dass Sofasitzen aktuell ja schon ein solidarischer Akt an sich ist. Aber es ging auch weiter mit vielen Herausforderungen, ja, aber auch mit vielen positiven Momenten. Also nicht nur Corona-positiv, zum Glück. Und in dieser Veranstaltung wollen wir uns eben mit Aktiven aus verschiedenen Bewegungen über ihre Erfahrungen austauschen. Mit Bewegungen aus dem Gesundheitssektor, aus der Antirassismusarbeit, mit der MieterInnenbewegung, mit der Klimagerechtigkeitsbewegung und mit einem neuen Bündnis für eine sozial-ökologische Transformation. Und wir haben hier als Gäste Michael Prütz von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Willkommen. Dann haben wir Zeynep von Migrantifa Leipzig, Gesine Langlotz von Klimaaktion Thüringen, CAT, und auch von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL. Dann haben wir hier noch Silvia Habekost von Gesundheit statt Profite.
und Anton Hafner von Solidarisch geht anders. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. In der ersten Runde auf dem Podium werden wir diskutieren, was in unserer Arbeit während der Corona-Zeit, was wir da gelernt haben und wie Bewegungen unter diesen Bedingungen auch erfolgreich arbeiten und Menschen zusammenbringen können. In der zweiten Runde werden wir dann einen Ausblick machen, was kommt jetzt politisch auf uns zu, mit den Lockerungen durch die zunehmenden Impfungen, aber auch mit einer kriselnden Wirtschaft und mit dem Wahljahr und dann vermutlich mit den Grünen in der Regierung, was auch immer das bedeutet. Und wir wollen uns fragen, wie können diese verschiedenen Kämpfe, die hier auch anwesend sind, verknüpft werden? Welche Chancen auf gesellschaftliche Veränderung können sich da jetzt ergeben und wie können wir die nutzen? Ja, und nach diesen zwei Runden wird es dann hoffentlich eine aufschlussreiche Diskussion am Podium geben. Und zwar wirklich nur am Podium. Also es wird keine offene Diskussion für alle Teilnehmenden sein, aber wir wollen trotzdem die Möglichkeit geben, Fragen im Chat zu stellen, Verständnisfragen oder Diskussionsfragen auch später, ohne Garantie, dass wir sie alle reintragen können, aber genau die Möglichkeit gibt es, um Fragen zu stellen, könnt ihr dem Konzeptwerk eine Privatnachricht schreiben, also dieser Knö, Knö-Person. Das heißt, ihr könnt da einfach draufklicken auf die Person und dann Privatnachricht schreiben klicken. Ja, dann wünsche ich spannende 1,5 bis 2 Stunden und wir starten mit der ersten Runde zur aktuellen Lage. Wie geht's euren Bewegungen in der Pandemiesituation? Was sind eure Erfahrungen und eure Lessons learned, eure, was habt ihr gelernt? Und wir starten mit Michael von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Das Ziel von eurer Berliner Bürgerinitiative ist es ja, dass es im Herbst parallel zu den Bundestagswahlen einen Volksentscheid über die Enteignung von Deutsche Wohnen und anderen großen Wohnungsunternehmen gibt, um vor allem gegen steigende Mieten vorzugehen. Ihr bindet da sehr viele Menschen ein, die überall in der Stadt gerade Unterschriften sammeln gehen. Und ich frage mich, wie schafft ihr das, dass so viele Menschen sich da gerade engagieren, gerade auch Menschen aus unterschiedlichen Ecken der Gesellschaft? Ja, hört ihr mich? Gut. Zunächst einmal möchte ich mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Prüz und ich bin einer der 6, 7 Sprecherinnen der, wir sagen nicht mehr Initiative, sondern wir sagen Kampagne, weil wir aus dem Zustand der Initiative rausgewachsen sind und jetzt die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen sind. Es ist außerordentlich interessant, dass uns Corona extrem genutzt hat, extrem. Das hängt damit zusammen, auf der einen Seite, dass wir als Volksbegehren, als offizielles Volksbegehren Sonderrechte genießen. Das heißt, wir haben freie Versammlungsfreiheit. Wir dürfen sammeln, wo wir wollen. Leute dürfen zusammenkommen, wie sie wollen und so. Das ist eben verankert in der Corona-Verordnung des Landes Berlin. Und das bedeutet, das ist die offizielle Seite und die inoffizielle Seite, die uns extrem genutzt hat, ist, dass die bei uns Aktiven, was ungefähr jetzt 2000 sind, in unterschiedlicher Intensität in der Stadt, einfach keine Alternative haben. Es gibt keine Clubs, es gibt keine Kneipen, es gibt keine Treffen, es gibt gar nichts. Und die Kampagne ist die einzige Möglichkeit, wo Leute zusammenkommen können und zum Beispiel plakatieren können und dabei ein Bier gemeinsam trinken dürfen und so. Und das hat sich extrem ausgewirkt, indem wir nämlich jetzt, wir waren im Oktober letzten Jahres 150 und sind jetzt, wie ich gesagt habe, 2000 in unterschiedlicher Intensität, das ist klar. Und wir führen ein, also ich will mal vorausschicken, ich bin seit 52 Jahren in der Stadt politisch aktiv und habe in meinem Leben noch nicht so eine harte Auseinandersetzung geführt. Die ist extrem hart, weil der Gegner extrem hart ist, weil mit allen Tricks und Ösen gearbeitet wird, weil mit persönlichen Verleugnungen gearbeitet wird. Also mit allem, was man sich vorstellen kann. Also wir führen dieses Volksbegehren, ich erkläre gleich nochmal, wo wir eigentlich gerade stehen, durch.
um im September am Wahltag, wo in Berlin Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen stattfinden, zu einem Volksentscheid zu kommen über die Enteignung und Vergesellschaftung der 12 bis 14, genau weiß das niemand, größten privaten Wohnungsbaukonzerne. Ja, und das Volksbegehren ist die Vorstufe dazu. Wir müssen also bis zum 25. Juni 175.000 gültige Unterschriften in der Stadt sammeln. Gültige Unterschriften heißt in Berlin Berlinerin, Berliner, 18 Jahre alt und deutsche Staatsangehörigkeit. Das heißt, Migrantinnen und Migranten sind komplett ausgeschlossen, aber wir bitten sie trotzdem zu unterschreiben, um ihren Willen deutlich zu machen. Wir hatten zu Anfang, als wir gestartet sind, am 26. Februar, allergrößte Bedenken, ob Corona-bedingt die Leute auf der Straße unterschreiben. Wir haben Hygienekonzepte ausgearbeitet, wir haben viel diskutiert, also auch Materialien dementsprechend angeschafft, Hygienesprays, alles Mögliche. Alles dies hat sich als null und nichtig erwiesen. Das einzige Problem, was wir haben im Moment, ist, dass in Berlin seit Wochen miserables Wetter ist. Ja, immer, was natürlich die Sammelei auf der Straße erschwert. Aber die Leute, die auf der Straße sind, sind gut ansprechbar. Und wir führen ja zurzeit im großen Stil Haustürgespräche durch, sogenannte Organizing-Gespräche. Das heißt, gerade in den Außenbezirken, wo die großen Siedlungen sind, wo seit 30 Jahren kein Linker mehr hingekommen ist, gehen wir an die Haustür und sprechen mit den Leuten und sammeln Unterschriften ein. Das ist eine hochinteressante Erfahrung, weil sehr intensiv und die Leute großen Gesprächsbedarf haben. Daran sieht man auch, wie die politischen Parteien dieses ganze Feld vernachlässigt haben. So, wo stehen wir jetzt im Moment? Vier Wochen vorher haben wir ungefähr 170.000 Unterschriften zusammen. Davon sind aber ungefähr 20% ungültig. Wir haben jetzt heute Abend, bevor ich hierher gekommen bin, nochmal gesagt, wir wollen jetzt noch mindestens 60.000 bis 80.000 Unterschriften sammeln, damit wir nicht nur diese 175.000 Unterschriften erreichen, sondern auch eine politische Zahl, also die ein bisschen was hermacht, also 230.000, 240.000 gültige Unterschriften. Und dann kommt eben die dritte Stufe, der Volksentscheid. Und das klingt jetzt ziemlich abenteuerlich alles. Und für uns ist es auch abenteuerlich, weil keiner von uns eine Massenkampagne dieser Art bisher durchgeführt hat. Wir brauchen am 26. September 1 Million Stimmen, die für uns stimmen. 1 Million. Ja, nach den Wahlumfragen liegen wir vorne. Mit 47% der Berlinerinnen, die für uns sind, 43 dagegen, aber das heißt nicht viel. Das heißt, wir müssen eine Ansprache finden, die 1 Million Menschen mindestens mitnimmt. Das heißt, traditionell völlig raus aus der linken Blase und eine mitnehmende Ansprache, die also die Leute für unser Anliegen sensibilisiert. Keiner weiß zur Stunde, ob wir das schaffen. Ich will aber sagen, dass wir versuchen, das zu entwickeln, auch mit den entsprechenden Slogans, die nicht den Verstand, sondern die Emotionen ansprechen. Das muss man dann, wenn man 1 Million haben will. Das wird uns sicherlich gelingen, aber ob wir gewinnen werden, weiß zur Stunde kein Mensch. Natürlich wird der Gegner im großen Stil aufdrehen, ist klar, mit Lügen. Also ich sag mal, die FDP behauptet jetzt seit Tagen in Berlin, wir wollen Zehntausende von Mietern enteignen. Ja, also die sagen, wir wollen nicht die Deutsche Wohnen enteignen, sondern wir wollen die Mieter enteignen. Mit solchen Blödsinn und solchen Lügen operieren die. Ich will das gar nicht lange ausführen, ich will auch nicht zu lange sprechen. Finanziell geht es uns gut. Wir kriegen laufen Spenden, das ist ganz ausgezeichnet. Insbesondere kriegen wir Spenden von sozial eingestellten Millionären, womit keiner von uns gerechnet hat. Aber insgesamt, und damit komme ich erstmal zum Schluss, ist das Ganze eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten, auch überhaupt den Überblick über die Kampagne zu behalten. Wir haben ja auch noch mächtige Bündnispartner, die betreut werden müssen, die Gewerkschaften, IG Metall, Verdi, die GEW, die Linkspartei. Die Grünen wissen immer nicht so genau, ob sie uns unterstützen oder nicht. Eigentlich ja, manchmal nein. Also so, das vielleicht erstmal so zum Auftakt, damit ihr ein bisschen Einblick habt in das, was wir gerade so tun. Ja, danke. Spannend, dass ihr sozusagen gewachsen seid, auch vielleicht wegen Corona.
Und ja, auch ein Danke für den Einblick in diesen Organizing-Prozess. Ich glaube, das ist eine auch sehr spannende Strategie, so Organizing zu machen, die noch wenig von verschiedensten Bewegungen angewandt wird. Viel Glück auf jeden Fall, dass ihr die Stimmen bekommt. Und dann würde ich weitergehen. Zeynep, ihr habt bei Migrantifa Leipzig euch eigentlich gegründet zu Beginn von Corona. Corona-Welle hat ja begonnen wenige Wochen nach dem rassistischen Anschlag von Hanau letztes Jahr. Und diesen Februar zum ersten Hanau-Jahrestag gab es an vielen Orten Kundgebungen und Demos und überall waren die Gesichter der Ermordeten in der Öffentlichkeit sichtbar, wie auch in Leipzig, wo ihr eine große Gedenkveranstaltung organisiert habt. Und so viel Aufmerksamkeit ist ja leider nicht selbstverständlich beim Gedenken an rassistische Morde in Deutschland. Wie habt ihr das hingekriegt? Und wie seid ihr mit der Pandemiesituation umgegangen und habt es geschafft, euch unter diesen Bedingungen zu organisieren? Ja, hi, erstmal, ich bin Zeynep. Könnt ihr mich hören? Cool. Falls ihr euch wundert, warum ich vermummt bin, das ist einfach zu meiner eigenen Sicherheit, weil dieser Talk ja auch aufgenommen wird und ich dann am Ende nicht weiß, wo der ausgestrahlt wird, was Leute damit machen und genau mit Migrantica ja auch direkt Leute Dinge assoziieren, die mir auf der Straße theoretisch irgendwie, die mich gefährden können, genau deswegen laufe ich so rum. Und ja, jetzt zu deiner Frage, es war auf jeden Fall der erste Jahrestag von Hanau, der war für uns super krass, weil wir auch tatsächlich nicht damit gerechnet haben, dass so viele Leute kommen. Genau, wir haben uns gegründet, ganz kurz nach dem Anschlag. Und einen Tag nach dem Anschlag aber auch eine, die hat sich veranstaltet, auf der 300 Leute waren, was jetzt für Leipzig nicht viel ist. Und genau dazu ja auch gleichzeitig der erste Lockdown war. Aber trotzdem, genau, dafür, dass es irgendwie ein rassistischer Anschlag war, relativ wenig, 300 Leute. Und ein Jahr später, ich weiß die Zahl nicht, aber es lag irgendwie so ab 1000 im Rabet, was ein relativ kleiner Park ist, der sehr zentral ist, auch sehr migrantisch geprägter Ort, aber trotzdem mega krass, dass auf die Demonstration nur 300 Leute kommen und ein Jahr später zum Gedenktag 1000 Leute, was auch, glaube ich, daran liegt, dass einfach Antirassismus in so Mainstream-Kreisen und auch in der deutschen Linken einfach viel mehr Thema ist. Und einfach zur Zeit gerade, und es gibt ja einfach immer so Trendthemen. Und ich glaube, da hat uns auch ganz viel geholfen, dass Black Lives Matter so große Aufmerksamkeit bekommen hat und dieser Trend einfach von USA nach Deutschland rübergeschwappt ist. Man sich auch angucken muss, wie die Demonstrationen zu Black Lives Matter in Deutschland waren. Also in Leipzig waren während der Pandemie 15.000 Leute in Leipzig und haben dafür demonstriert, was ja irgendwie faszinierend ist dafür, dass eine Person in den USA ermordet worden ist. So, und genau, das ist aber, glaube ich, ein anderes Thema, warum das 15.000 Leute und Hanau nur 1.000 Leute auf die Straße holt. Aber genau, deswegen glaube ich, Antirassismus ist einfach gerade und Diversity und postmigrantische Stimmen anhören und genau, ist einfach ein Thema, was einfach Leute gerade mehr interessiert oder Leute mehr auf dem Schirm haben, was ja auch irgendwie mit Geschichte auch zu tun hat und einfach mit weiterer Bewegung. Das hat jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach weniger mit Corona zu tun als der Situation selber. Ja. Ja, danke schön. Stimmt ja schon ein bisschen hoffnungsvoll auf jeden Fall, dass Antirassismus jetzt mehr ein Thema ist. Das ist gut zu hören, auch wenn es noch lange nicht ausreichend ist natürlich. Und ja, was ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger Thema ist inzwischen, würde ich jetzt mal behaupten, ist Klima. Gesine, bist du noch da? Ich sehe dein Video nicht mehr. Ja, leider verkraftet meine Internetverbindung nicht so viele Kameras. Und ich habe jetzt sowohl mich als auch die anderen Kameras ausgestellt. Mach das jetzt mal audiomäßig und gucke, ob ich es dann dazwischen wieder hinkriege. Okay, genau. Alles klar. Ja gut, dann hören wir dich einfach. Genau, also
Vor Corona war es ja so, dass die Klimabewegung im Aufwind war. Es gab immer größer werdende Massenmobilisierungen und wachsenden politischen Druck. Und seit dem letzten Jahr ist es mit der Sichtbarkeit des Themas irgendwie schwierig geworden. Wie habt ihr als Gruppe, als Klimaaktion Thüringen CAT darauf reagiert? Wie hat sich eure Arbeit im Laufe des letzten Jahres oder die letzten zwei Jahre fast, nee, im letzten Jahr verändert? Habt ihr das Gefühl, euch da als Initiative, die ja gerade auch im ländlichen Ostdeutschland arbeitet, innerhalb der Klimabewegung nochmal in einer speziellen Situation zu befinden? Und du bist ja auch bei der ABL, bei der Aktionsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, aktiv. Wie, ja, vielleicht magst du da deine Erfahrungen einfach auch einfließen lassen, wie das bei der ABL war in den letzten Monaten. Ja, gerne. Also grundsätzlich ist erstmal so zu unserer Klimagruppe zu sagen, dass wir nicht so die klassische Klimagerechtigkeitsgruppe sind, so von der Zusammensetzung. Also einmal hast du ja schon gesagt, wir sind im, ja, in ländlichen Strukturen unterwegs, also schon auch in der Städtekette Thürings und so, aber auch in den kleinen Städten. Und da ist es so, dass wir halt zerstreut sind. Sprich, wir sind nicht in einer Stadt konzentriert und von der Altersstruktur auch sehr unterschiedlich, nicht nur studentische Menschen, wo wir dann schon immer einen Durchlauf per se haben, sondern schon auch ältere Leute, die im Berufsleben sind oder genau irgendwie sich schon entschieden haben für eine Gegend. Und deswegen sind wir sowieso auch eher so immer schon in einer langfristigeren Denke drin gewesen und hatten uns auch eigentlich vor Corona so gesetzt, was wollen wir für das Jahr 2020 machen. Und dann kam Corona, das wurde alles hinfällig. Aber es hat uns jetzt nicht komplett geschockt, weil wir uns über Klimathemen treffen, aber auch in anderen politischen Kontexten alle sehr involviert sind. Und es gab eigentlich genug zu tun vor Ort überall. Also wir hatten auf jeden Fall keine Langeweile. Das Klima ist ein bisschen im Hintergrund gerückt und unsere sozialen Strukturen haben eigentlich dazu geführt, dass wir trotzdem auch am Klimathema dran geblieben sind, schon auch den Sommer über aktiv waren. Aber genau, also ich würde sagen, was uns einfach geholfen hat in Corona, war, dass wir eine andere Verbindlichkeit, eine Langfristigkeit irgendwie so schon eher drin haben. Und ja, dann diese Sache mit dem Ländlichen und diesem Zerstreutsein, da war es natürlich auch so, dass diese digitalen Treffen schon auch nerven und viel verloren geht, aber ein konzentriertes Arbeiten miteinander, wenn Orte auseinanderliegen, halt trotzdem auch wunderbar geht. Und das ist auch etwas, was ich in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlichen Landwirtschaft festgestellt habe, die sind halt auch verstreut über Thüringen, weil so viele progressive oder nachhaltig wirtschaftende Höfe in dieser Agrarstruktur hier gibt es nicht mehr. Und da ist es bei der ABL genauso, eigentlich, also noch viel krasser gewesen, dass die echt richtig was gewuppt haben die letzten Monate. Und das halt, weil sie zu Hause bleiben konnten, sich schnell irgendwie an den Computer setzen und danach wieder in den Stall und gucken, ob das Kalb da ist oder das Gewächshaus schließen. Und da ist viel entstanden, wie zum Beispiel ein Crowdfunding, dass sich jetzt so ein Haufen Bauern und Bäuerinnen sich eine Politstelle finanziert. Wäre, glaube ich, ohne Corona so nicht möglich gewesen. Jetzt vielleicht die Frage, um die Leute mitzunehmen, warum sitze ich jetzt hier für zwei Vereine, sage ich mal, oder zwei wilde Haufen? Und zwar ist es so, dass sich meine Klimagruppe nochmal Zeit genommen hat, diesen Winter einen langfristigen Entscheidungsprozess irgendwie anzugehen, also zu gucken, wo wollen wir uns eigentlich, und das war so richtig gesetzt, die nächsten 1 bis 3 Jahre miteinander beschäftigen. Und da war das überraschenderweise so, dass das Thema Landwirtschaft rausgekommen ist. Und wir haben auch Menschen, die sowohl in der ABL organisiert sind und da auch ja jetzt so zu Corona-Zeiten reingerockt sind, zum Beispiel dieses Crowdfunding angestoßen haben. Aber es gab vor allen Dingen auch von den Leuten, die mit der Landwirtschaft überhaupt nichts am Hut haben, ein großes Interesse an dem Thema, weil nämlich eine andere Bewegung in der Landwirtschaft, Landschaftsverbindung, ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, auf jeden Fall sind die in Berlin groß unterwegs gewesen, eigentlich überall in Deutschland, mit ohne Ende Traktoren. Und die haben sehr viele Leute auf die Straße gekriegt, sehr viel Presseaufmerksamkeit mit sehr unterschiedlichen Forderungen zum Thema Landwirtschaft, weil es da gerade sehr brennt. Und es ist aber so, dass diese Strukturen und diese krasse Vernetzung, die auf die Kette bekommen haben, gerade auch sehr stark von rechten AkteurInnen unterwandert werden und da eine krasse Plattform dafür da ist und Landwirtschaft sowieso von denen super anschlussfähig ist. Und da gab es dann einfach so unterschiedlichste Stimmen, die dazu geführt haben, überraschenderweise auch ein unterrepräsentiertes Thema
irgendwie mit dem Thema Klima zu verbinden. Und das fand ich sehr spannend. Ich bin selber in der Landwirtschaft aktiv und fand das schon immer so, dass ich es krass fand, dass Landwirtschaft keinen so großen Stellenwert hat. Es ist ja alles doch eher städtisch geprägt in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und ja, da sind wir jetzt so dran und versuchen halt gerade erstmal viel zu recherchieren, uns weiterzubilden und so fort. Und dann zu gucken, dass wir zum Beispiel mit der ABL uns zusammenschließen und gucken, wie wir da Forderungen von denen, von uns, antikapitalistische Sachen voranbringen und vor allen Dingen Landwirtschaft auch nicht als konservatives Thema, was auch sehr reaktionär gerade besetzt wird, sondern einfach auch als Teil der Lösung einer Klimakrise weltweit zu setzen. Genau. Danke. Ich glaube, im Juli gibt es ja auch Proteste im Land, also Klima und Landwirtschaft mit einem Camp und einer Massenaktion zivilen Ungehorsams. Also ein bisschen was tut sich anscheinend im Bereich Landwirtschaft, Klima. Schön. Gut, dann würden wir weitergehen zum Thema Gesundheit. Silvia, du bist eine bei Verdi aktive Krankenpflegerin und arbeitest mit dem Berliner Bündnis Gesundheit statt Profite und bei der Berliner Krankenhausbewegung. Gesundheit statt Profite ist ein Zusammenschluss aus Gruppen, die zum Gesundheitssystem arbeiten, unter anderem eben mit Gewerkschaften wie Verdi. Und ihr seid außerdem Teil des bundesweiten Bündnisses Krankenhaus statt Fabrik. Und gerade wegen Corona ist euer Kampf ja noch brisanter geworden. Ihr unterstützt unter anderem die groß geplanten Arbeitskämpfe in Berliner Krankenhäusern. Ihr habt der Politik sogar ein Ultimatum gesetzt und längere Streiks angedroht. Wie schafft ihr es, die Beschäftigten für diese Auseinandersetzungen zu organisieren, während eigentlich alle in den Krankenhäusern überarbeitet sind? Oder macht diese Ausnahmesituation die Menschen vielleicht sogar noch mutiger? Ja, ich finde es super, dass ich hier sein darf. Also ich arbeite ja selber im Krankenhaus und bin Teil der Berliner Krankenhausbewegung. Das sind Beschäftigte von Charité und Vivantes hier in Berlin. Dass wir betreuen so 40% der, nicht der Betten, sondern der Patienten, die da drin liegen. Ich bin auch schon lange im Berliner Bündnis Gesundheit statt Profite. Wir heißen so seit ungefähr einem Jahr. Es ist auch so ein bisschen Resultat von Corona eigentlich, dass wir halt auch, es war vorher Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus, aber wir wollen halt unseren Fokus halt auch noch mehr auf das Gesundheitssystem insgesamt legen. Also im Krankenhaus werden viele Dinge, die halt in diesem Gesundheitssystem schieflaufen, also Profitorientierung und halt weg vom Menschen, weg vom Patienten, sondern hin zu, dass es halt nur noch um Markt und Marktwirtschaft geht und nicht mehr darum, dass wir eine gute Versorgung machen und Teil der Daseinsvorsorge sind. Und das ist halt, im Krankenhaus kann man das halt sehr gut darstellen, weil wenn man da die Finanzierung ändern würde und die Profitorientierung daraus bekäme, dann würde sich da schon sehr viel ändern. Aber es ist halt einfach im gesamten Gesundheitssystem, sei es jetzt in der ambulanten Versorgung, sei es in der Pflege von alten Menschen, pflegebedürftigen Menschen, da ist es halt auch nochmal krasser. Und der Pflegenotstand, der halt in aller Munde ist, ist jetzt nicht, also kommt jetzt nicht von, ist nicht, kommt nicht, weil es zu wenig Menschen gibt, die in der Pflege arbeiten wollen, sondern es liegt daran, dass die Arbeitsbedingungen in den, egal wo, in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, in der ambulanten Pflege einfach mal schlecht sind, weil sie kaputt gespart wurde und wird. Und das heißt, es gibt halt nicht zu wenig Pflegende, sondern es gibt halt eine Flucht aus diesem Beruf. Und das gibt es nicht erst seit Corona, dass diese Krise auch
in den Krankenhäusern und im Gesundheitswesen, dass wir kämpfen schon seit jetzt mit Gewerkschaft oder halt auch mit allen möglichen Initiativen kämpfen wir schon lange dafür, dass es dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Und durch diese Aufmerksamkeit, es hat Corona einfach nochmal deutlich gemacht, ne, dass es halt, dass man zwar viele Intensivbetten schaffen kann, aber wenn man das Personal nicht hat, die Menschen versorgen, dann wird es einfach schwierig. Und die Bedingungen halt in dieser Krise im Krankenhaus und in der ambulanten Versorgung zu arbeiten, die machen, ne, die Bedingungen waren vorher schon schlecht und die haben es einfach nochmal schlimmer gemacht. Und für uns, eine Sofa wäre echt schön gewesen in der Zeit. Also ich habe schon auch immer die Leute beneidet, die das wirklich als so eine Auszeit auch nehmen konnten. Das waren aber letztendlich, ich glaube, wenn man sich mal richtig hinguckt, werden es auch nicht so viele gewesen sein. Und das war einfach auch eine sehr privilegierte Situation. Und ich finde, das hat das einfach auch nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Also wir haben gleich angefangen, also schon anfangen, also wirklich zu Beginn von dem Lockdown haben wir eigentlich mit haben wir auch weitergemacht mit unserer Mobilisierung und so, wie ihr es eigentlich alle schon geschildert habt, dass man sich dann tatsächlich zu Hause vor den PC setzen kann, um sich mit Leuten zu treffen und zu verabreden, ist natürlich im Gesundheitswesen auch super, weil halt viele im Schichtdienst arbeiten und dass es viel einfacher ist, sich dann halt mal für ein Stündchen quasi zu treffen, als wenn man halt durch die Stadt fährt, was man ja eh nicht machen konnte. Also von daher ist es halt, hilft uns das eben auch in der Mobilisierung und Organisierung. Und die andere Frage ist ja, also wie bekommen wir die Beschäftigten organisiert? Die Beschäftigten organisieren sich selber und wir haben jetzt wirklich ganz tolles Organizing-Projekt laufen. Du hast schon gesagt eben, wir haben am 12. Mai unser 100-Tage-Ultimatum ausgerufen an die Politik und an die Geschäftsführung der Krankenhäuser in Berlin. Das waren 1000 Leute vom Roten Rathaus hier in Berlin. Das war echt eine tolle Aktion, weil wir auch endlich mal wieder richtig draußen sein können, natürlich mit viel Abstand. Wir haben dann eine Petition übergeben, die von 8.397 Kolleginnen und Kollegen unterschrieben wurde. Und wir haben nicht einfach, wir sind jetzt nicht durch die Häuser gezogen und haben Unterschriften gesammelt, wie wir es für einen Volksentscheid machen würden, sondern dass diese Unterschriften sind entstanden in den Teams, wo es in den Teams Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen gab, die ihre eigenen Teams dazu gebracht haben, dass sie unterschreiben, aber auch erst nach dem Gespräch. Also so ähnlich wie man von Haustür zu Haustür läuft, sind wir von Kollegen, sind die Kolleginnen untereinander, haben das sich halt so organisiert und jetzt schon mal unterschrieben. Und es geht jetzt weiter, wo wir halt, wir haben jetzt zu Tarifverhandlungen aufgefordert und wir machen jetzt weiter, dass wir jetzt eine Forderungsfindung machen und noch mehr Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot bekommen wollen. Und begleitet wird das halt auch durch die, wir brauchen dafür natürlich auch die Stadtöffentlichkeit, dass wir in unseren Kämpfen das ist jetzt zum einen ein Tarifvertrag, Entlastung nennen wir das, wo eine Personalbesetzung geregelt wird und tarifvertraglich festgelegt wird. Und wir wollen aber auch den TVÖD, also den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für alle Tochterbeschäftigten, die halt bei Vivantes arbeiten,
die nicht den gleichen Lohn bekommen wie die direkt bei der Mutter, also bei dem Hauptbetrieb angestellt sind. Das sind unsere beiden Forderungen, die wir jetzt natürlich machen, das in diesem Jahr wegen den Wahlen im September. Wir haben ja auch Abgeordnetenhauswahlen in Berlin und sehen halt da die Chance, dass wir das auch durchsetzen können. Aber wie gesagt, nur mit der Unterstützung von der Öffentlichkeit, weil die brauchen wir natürlich, wenn wir im Krankenhaus auch dann wahrscheinlich zu einem Streik kommen werden. Aber ich würde jetzt erstmal enden und dann können wir nachher noch weiter darüber. Ja, danke schön. Ja, auch sehr spannend. Auch wieder ein Organizing-Prozess, der vielleicht auch wegen Corona und Online-Möglichkeiten für schnelle Treffen dann anders verlaufen ist, als er sonst verlaufen wäre und vielleicht gar nicht unbedingt schlechter. Ja, dann gehen wir noch weiter zum letzten Gast auf dem Podium, Anton. Eure Kampagne Solidarisch geht anders hat morgen den öffentlichen Start. Ich bin schon gespannt drauf. In eurem Bündnis habt ihr lange Strategien und Forderungen diskutiert in Reaktion auf die Corona-Krise. Also ein Bündnis, was explizit wegen Corona gestartet wurde. Wie kam es dazu, dass ihr euch zusammengetan habt? Wer ist da alles dabei und was ist eure Motivation? Und du bist ja auch bei C-Brücke aktiv. Vielleicht magst du da auch noch was zu deinen Erfahrungen sagen. Ja, erstmal freut es mich total, hier zu sein. Ich finde es super spannend, euch anderen zuzuhören. Ich bin seit längerem jetzt in der Seebrücke aktiv und bin darüber in diese Kampagne reingekommen. Vielleicht einmal ein bisschen sozusagen, was uns als Seebrücke dazu bewegt hat, ist, dass wir eben, wie ihr anderen das auch geschildert habt, natürlich erstmal mit dem ersten Lockdown und dem jetzt ist die Corona-Krise da, ziemlich aufgeschmissen waren und versucht haben, darüber nachzudenken, wie schafft man es trotzdem in der Zeit, wichtige Kämpfe weiterzuführen und sie nicht einfach nur aufzugeben und sich eben auf die Couch zu setzen. Und da war jetzt über das letzte Jahr so ein bisschen unser Eindruck, dass es tatsächlich auch in dem Feld von Seenotrettung und Migrationspolitik, in dem wir uns als Seebrücke bewegen, manchmal funktioniert hat, tatsächlich starke Mobilisierung auf die Straße zu bringen. Zum Beispiel jetzt im Herbst, als das Lager in Moria abgebrannt ist, da gab es sozusagen einen Moment, wo offensichtlich die Empörung so groß war darüber, was da passiert, dass dann Leute bereit sind, auf die Straße zu gehen. Und was wir aber gleichzeitig auch sehen, ist es einerseits die Organisierungsprozesse bei uns tatsächlich hakelig werden, dass es erstaunlicherweise so ist, dass nach wie vor sehr viele Leute dazukommen, obwohl alles digital ist, obwohl wir auch nicht die Möglichkeit haben, jetzt wie Deutsche Wohnen, das hat irgendwie, dass die Leute sich dann physisch persönlich kennenlernen beim Sammeln oder so, sondern sehr, sehr viel tatsächlich einfach online stattfindet, dass Leute dazukommen, aber dass es schwierig ist, tatsächlich die Motivation aufrechtzuerhalten. Und das hat was, glaube ich, damit zu tun, was ich, wo ich überrascht bin, dass das von einem anderen weniger geäußert wurde, dass wir den Eindruck haben, dass wir zwar mobilisieren können, dass aber politisch überhaupt keine Antwort mehr stattfindet. Dass es einen Moment gibt von, es ist so fokussiert auf Corona als das eine Thema, dass jetzt einfach eben die Frage von, wir bräuchten eigentlich ein anderes europäisches Migrationssystem, wir müssten es zumindest hinkriegen, Leute, die unmittelbar aus Seenotrett gerettet wurden, aufzunehmen. Leute, die in Griechenland seit Jahren in diesen Lagern unter erbärmlichen Bedingungen leben müssen, zumindest die aufzunehmen, dass da fast nichts passiert. Dass da sozusagen auf politischer Ebene es einfach eine Blockade auch nochmal anders gibt als in den Jahren davor. Und dass wir da darüber nachdenken müssen, wie kriegt man das geknackt. Und an der Stelle sozusagen, so vielleicht, ich glaube, das ist eine Überlegung, die jetzt für die viele Akteure bei uns in dem Bündnis typisch ist, mit verschiedenen Akzenten und verschiedenen sozusagen jeweils Detailproblemen, dass wir irgendwie in so einer paradoxalen Situation gerade sind. Dass wir, wenn man sich so den politischen Diskurs des letzten Jahres anschaut, ganz, ganz viel von Solidarität reden hören. Dass wir
diese Solidarität als so ein sozialer Kitt von, jetzt müssen sich eben zum Beispiel Pflegekräfte solidarisch zeigen, indem sie noch mehr arbeiten, als sie eigentlich können, dass es solche Situationen gibt, dass sozusagen die Einschränkung des Privatlebens solidarisch ertragen werden soll, dass diese alle Bezüge gibt und dass gleichzeitig aber dieses Solidaritätsversprechen überhaupt nicht eingehalten wird. Also das ist sozusagen umgekehrt, dass tatsächliche eine Gesellschaft zu schaffen, die für alle da ist oder so, dass das immer weiter in die Ferne rückt. Das sieht man jetzt, glaube ich, am deutlichsten mit den ganzen Impfstoffverteilungsfragen und gerade der sozusagen, dass wie wahnsinnig wenig darüber gesprochen wird, dass eigentlich die ganze Welt den Impfstoff braucht und nicht nur in Deutschland wegen verteilen müssen. Und dass sozusagen diese paradoxale Situation, die wollten wir jetzt mit dem Bündnis aufgreifen und dann versuchen, einen Entwurf zu formulieren, der darüber hinausgeht, sozusagen jetzt einzelne Bewegungsforderungen nur nebeneinander zu stellen, sondern stattdessen zu sagen, eben insgesamt, wir können niemanden zurücklassen und wir müssen sozusagen den Drive, den man sieht, von wie viel kann ein Staat eigentlich leisten, den man in der Corona-Krise schon irgendwie real sieht, das übertragen eben auch auf weitere Felder. Wir brauchen nach der Krise nicht ein weiter so, in dem, also kein Zurück zu dem Normalzustand vorher, der in der Klimakrise reinläuft, der gesellschaftliche Ungleichheit explodieren lässt, der womöglich sogar sozusagen die Krisenkosten jetzt auf die vielen und nicht die reichen umwälzt, sondern stattdessen müssen wir jetzt entschlossen und eben gemeinsam als verschiedene Bewegungen sagen, das muss jetzt in den nächsten Jahren passieren. Wir brauchen einen Wandel zu einer solidarischeren Politik, zu einer Politik, die Sorgearbeit ernst nimmt und sozusagen Sorge in den Mittelpunkt von politischem Handeln und auch von gesellschaftlichem Bewusstsein stellt. Die Erfahrung ist eben auch offensichtlich, das wird nicht von selbst passieren, sondern dafür müssen wir uns organisieren und brauchen den Druck von der Straße. Und das ist sozusagen dieser Vorschlag des Bündnisses, ein mit Sicherheit nur kleiner Baustein, um was zu schaffen, um uns gemeinsam aufzustellen und nicht gegenseitig sozusagen die Aufmerksamkeit zu rauben, sondern uns gegenseitig zu unterstützen und zu verstärken. Jetzt würde ich es damit mal belassen, bevor ich zu lange rede. Okay, vielen Dank. Du kannst ja gerne danach noch mal ein bisschen konkreter werden zum Bündnis und wer dabei ist und was ihr da genau vorhabt. Ist auf jeden Fall, es macht jetzt schon mal ein gutes Thema auf, auch den Blick auf die aktuelle Situation und die politischen Schwierigkeiten, das Paradox, was du benannt hast, auch vielleicht Chancen. Genau, da könnt ihr euch gerne drauf beziehen in der zweiten Runde, die jetzt startet, wo wir eben so ein bisschen den Blick nach vorne richten und uns fragen wollen, wie können wir diesen Moment irgendwie gut nutzen und wie können wir dabei die Kämpfe wirklich verbinden? Also wenn wir überhaupt alle der Meinung sind, dass wir die Kämpfe verbinden müssen, das wäre vielleicht auch nochmal eine spannende Frage. Genau, und wir würden wieder losstarten mit Michael. Vielleicht hast du auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr auch das Gefühl habt, Corona hat alles überschattet und das Thema Mieten ist eigentlich dadurch untergegangen. Ich hatte ja eher das Gefühl, du hast gesagt, es hat den Aufwind bekommen. Und jetzt auch noch mit diesem gekippten Mietendeckel in Berlin und den Nachforderungen, die auf die vielen MieterInnen zukommen, hat euch ja eigentlich fast nochmal einen Anschub gegeben jetzt auch, denke ich. Wie versucht ihr daran anzuknüpfen? Wie geht es bei euch weiter mit der Kampagne? Denkt ihr auch über die Abstimmung hinaus? Also wir hoffen ja, dass der Volksentscheid positiv ausgeht. Denkt ihr dann darüber nach, was danach passieren soll? Denkt ihr vielleicht auch über eine bundesweite Ausdehnung der Kampagne nach? Und wie lassen sich Kämpfe verbinden? Viele Fragen. Ja, also zunächst einmal, weil du angesprochen hast, bundesweit führen wir ja am Wochenende so ein bundesweites Camp durch in Berlin, haben ja manche vielleicht schon gehört, wo wir bundesweit eingeladen haben, um Leute an unseren Erfahrungen partizipieren zu lassen, aber natürlich auch praktisch. Die sollen dann auch mit sammeln gehen, aber es gibt eben auch Workshops und alles Mögliche. Zweitens mal versuchen wir auf einer bestimmten Ebene
auch Vernetzung herzustellen, zum Beispiel mit der Kampagne, die Silvia vorgestellt hat. Wir haben teilgenommen an dem großen Meeting des Pflegepersonals, Krankenschwestern und so weiter. Und wir wollen auch gemeinsam diese Bewegung gegen die Privatisierung und die Profitlogik miteinander vernetzen. Ja, also das ist einer der Ansprüche. Wir können nicht alle Ansprüche erfüllen, weil viele Leute auf uns zukommen und sagen, könnt ihr damit machen, könnt ihr damit machen. Das ist unmöglich. Weil ist ja klar, warum. Ja, also muss ich, glaube ich, nicht ausführen. Und dann ist unser Anspruch und unser Ziel, wir wollen ja aus den 250.000 zu enteignenden Wohnungen, ja, der Konzern eine neue Wohnungsbaugesellschaft bilden. Eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts. Und in so einer Anstalt des öffentlichen Rechts, also in dieser Größenordnung, werden sicherlich pro Jahr 5-7% der Wohnungen leergezogen, weil die Leute sterben oder ins Bundesgebiet ziehen oder ähnliches. Und unser Anspruch ist gerade sozusagen, dass so eine Wohnungsbaugesellschaft auch eine Steuerungsfunktion hat, zum Beispiel, indem sie Wohnungen freigibt und Wohnungen hergibt für Schichten der Bevölkerung, die Probleme haben auf dem Wohnungsmarkt, nämlich alleinerziehende Mütter mit Kindern, Obdachlose, Immigrantinnen, Immigranten. Also so, das ist ein wichtiger Anspruch. Wir versuchen jetzt im nächsten Schritt, aber soweit sind wir noch nicht, mit den Freundinnen und Freunden von Fridays for Future, die uns ja unterstützen, auch so eine ökologische Komponente in die zukünftige Umgestaltung so einer Wohnungsbaugesellschaft mit einzuführen. Also weil es ja ein wichtiges Thema ist, ja, diese ökologische Sanierung und diese ganzen Sachen. Aber das steckt erst in den Kinderschuhen. Woran wir aber wirklich hart arbeiten, ist diese gemeinsame Vernetzung mit dem Krankenhauspersonal. Das ist uns sehr wichtig und so, diese beiden Kampagnen gut aufzustellen, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Und wenn ich es richtig sehe, haben wir Ende Mai bis Juni 10 Tage lang eine sogenannte Woche der Betriebe, wo wir in die Betriebe gehen, gemeinsam mit den Leuten in Betrieben Unterschriften sammeln und gegenseitig auch ein bisschen voneinander lernen können und so. Was sind deren Probleme, was sind unsere Probleme? Und dann ist natürlich das Ganze für uns auch, vielleicht darf ich das noch schildern, weil es, glaube ich, ganz interessant ist, die 2000 Leute bei uns kommen ja aus ganz unterschiedlichen politischen Sozialisationen. Also wir haben Leute aus 8 Nationen, ja, also russische Menschen, polnische Genossinnen und Genossen, vietnamesische Genossinnen, also wir haben alles, ja. Und wir haben natürlich auch in der politischen Bandbreite alles. Wir haben die, ich habe das kürzlich in einem Video, wo ich mich so über Sarah Wagenknecht aufgeregt habe, gesagt, dass wir haben die 25-jährige Queerfeministin und den 60-jährigen Gewerkschafter mit dem entsprechenden Bauchansatz. Das bringt natürlich Konflikte mit sich. Ja, die sind jetzt nicht fundamental schlimm, aber es ist ja ein gegenseitiger Lernprozess. Ja, also die Queerfeministin lernt vielleicht was von dem Gewerkschafter und umgekehrt auch. Das wirkt sich auch manchmal aus, wenn wir ein Flugblatt haben, wo dann Leute sagen, das versteht kein Mensch, das ist irgendwie nicht massenkompatibel und dann gibt es darüber eine Debatte. Aber nach unserer Auffassung ist das der einzige Weg, wie die Linke im weitesten Sinne überhaupt voranschreiten kann, nämlich mit so einer Art verbindender Klassenpolitik, ja, wo bestimmte Dinge, die, also für uns, nee, anders gesagt, es gibt keinen Gegensatz zwischen Klassenpolitik und Identitätspolitik, das ist absurd, das ist alles Unsinn, ja, und das versuchen wir in der Praxis zu beweisen und ich glaube, dass das auch ganz gut gelingt. Politisch ist es so gesehen, ja, die meisten Leute bei uns sind unorganisiert. Für die ist es die erste politische Tätigkeit überhaupt. Es gibt natürlich einen ganzen Schwung von Leuten, die kommen. Also wir haben Leute von der interventionistischen Linken. Wir haben Leute aus der Linkspartei. Wir haben Grüne. Wir haben Sozialdemokratinnen. Wir haben Leute von Aufstehen, also der Wagenknecht-Bewegung. Das ist ja hochinteressant, ja, wie die miteinander umgehen und so. Und wie gesagt, es gibt natürlich dann manchmal konfliktorisches Potenzial, aber das müssen wir bewältigen und wir bewältigen es auch, weil wir glauben, das ist der einzige Weg, überhaupt einen Sieg zu erringen, ja, so in aller Breite vorzugehen. Und die Frage, die du gestellt hast,
wie soll es denn dann weitergehen nach der Volksabstimmung? Also jeden Tag diskutiere ich mit Leuten, was machen wir eigentlich danach? Ja, weil 2000 Leute zu binden, wenn so eine Kampagne vorbei ist, nicht einfach. Also ehrlich gesagt, ich sage es ganz offen, wir wissen es noch nicht. Ja? Also wie wir so eine Bindungskraft herstellen können. Natürlich ist die Kampagne nicht beendet. Das geht ja dann darum, das Gesetz umzusetzen und diese ganzen Sachen. Wie das gehen soll, wissen wir selber noch nicht genau. Da werden wir im Juni dazu einen kleinen Strategietag haben. Und dann wird man vielleicht sehen, aber das ist in gewisser Weise ein Buch mit 7 Siegeln. Okay, danke schön. Ja, ich hoffe, ihr findet gute Lösungen für ja, ich auch. Zeit und wir sind gespannt auf eure Resultate dann. Kann auf jeden Fall viel von euch lernen, glaube ich. Ja, schön, dieser Praxisversuch oder ja, diese Möglichkeit, diese verschiedenen, einfach verschiedene Menschen aus verschiedenen Hintergründen da zusammenzubringen über eure Kampagne. Ja, wir gehen weiter mit Zeynep von Migrantifa Leipzig. Wie ist es, also du hattest ja gesagt, seit Beginn eurer Arbeit hat sich irgendwie was verändert an den Aussichten für antirassistische Politik in Deutschland, jetzt nicht unbedingt wegen der Corona-Situation, aber auch unabhängig davon, auch durch Black Lives Matter. Wo erfahrt ihr denn Unterstützung oder wo fehlt euch Unterstützung? Wo lassen sich da Kämpfe verbinden, deiner Meinung nach? Und generell, was habt ihr euch vorgenommen für die nächste Zeit? Ja, zum einen auf jeden Fall super spannend, was Michael am Anfang gesagt hat, dass die jetzt auch super viele Anfragen bekommen von verschiedenen Gruppen und das war bei uns genauso. Also wir kriegen wöchentlich Mails von Leuten und von verschiedenen Gruppen, die zu unterschiedlichsten Themen arbeiten. Also genau, und das hat auch jetzt nicht immer unbedingt was mit Antirassismus oder Antisemitismusarbeit zu tun. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil genau, Migrantifa hat sich ja deutschlandweit gegründet und es hat sich vor allem gegründet aus den Gründen, dass Menschen mit Migrationserfahrung, mit Antisemitismuserfahrung bestimmte Erfahrungen geteilt haben, auch in linken Aktivismus. Und wenn wir jetzt wieder tausende Anfragen von Gruppen bekommen, dass wir einen Redebeitrag halten auf ihrer Demo, wo das Publikum oder auch die VeranstalterInnen alle wieder super weiß sind, dann führt das wieder dazu, dass wir uns wieder in Kreisen bewegen, genau, dem wir uns entziehen wollten. Wir wollten eine Art von Safe Space aufmachen, was natürlich irgendwie dann natürlich nicht immer so funktioniert, wie man sich das wünscht. Ne? Aber genau, das finde ich ganz spannend, dass wir super viele Anfragen bekommen und das ja im Endeffekt auch wieder Arbeit für uns bedeutet. Und das ist mir auch vor allem aufgefallen. Und ich fand auch spannend, was Anton gesagt hat. Wir haben auch das Gefühl, es geht auch viel um so performative Symbolpolitik. Also wir machen eine Demo, wir gehen auf die Straße, und dann gehen wir alle wieder nach Hause und das war's. Und das ist uns in der Zeit auch aufgefallen, dass wir immer super, super, super viele Aktionen geplant haben, wo die dann auch super gut besucht waren. So. Und dann im Endeffekt packen wir unsere Banner ein, gehen nach Hause. Und was hat sich dann geändert? So, es sitzen immer noch super viele Nazis in ihren Buden, sind bis unter die Zähne bewaffnet und Bullen schweigen dazu. Und dann ist wieder die Frage so, wo wollen wir unsere Energie reinstecken? Also das zu deiner einen Frage, weil wir uns auf jeden Fall mehr aus, also ich kann nur für Leipzig reden, also für Migrantifa Leipzig und es ist ja ein riesengroßes Bündnis und keine Ahnung, wie ihr wahrscheinlich bekommen habt, in Berlin ist aber die krasse Demo. Also die ziehen sich, glaube ich, nicht so aus der Öffentlichkeit raus, wie wir das gerade vorhaben, aber uns geht es, genau, uns geht es um was anderes. Wir sind halt auch die einzige Migrantifa-Gruppe, die in den neuen Bundesländern ist, außer Berlin, ne, aber würde ich sagen, ist halt was anderes. Und genau, Menschen hier in Sachsen, in Niedersachsen, alles und Thüringen, die machen halt super krasse Rassismuserfahrungen, immer noch tagtäglich. Antisemitismus, auch guckt man sich Halle an. Und es gibt einfach viel zu wenig solidarischen Aktivismus, Community-Arbeit, innere Arbeit, genau, sich vernetzen mit Leuten und
sich angucken, was die Realitäten von Leuten in Grünau, Leipzig-Grünau, ein großes migrantisches Viertel in Leipzig. Wir reden immer über die Eisenbahnstraße, voll wichtig, aber was geht in Grünau ab so? Und wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, uns gerade so super viel aus der Öffentlichkeit rauszubewegen und eher zu gucken, so, was brauchen die Leute, die in Torgau wohnen, also gar nicht mal in der Innenstadt von Leipzig und in der Stadt von Leipzig, sondern im sächsischen braunen Hinterland. Was ist mit den Leuten? Wie kann man die miteinander vernetzen? Wie kann man irgendwie so deren Stimmen hören? Weil so rassistische Gewalt von deinen NachbarInnen ist halt noch Alltag. So. Und darüber reden wir nicht, wenn wir Halle oder Hanau thematisieren. Sondern ne, das hat immer so ein, irgendwann hört es auf, dass wir so individuelle Geschichten thematisieren, aber die trotzdem noch krass Alltag sind, weil genau, in so einem braunen Hinterland von Sachsen gibt es halt keine Migrantifa-Gruppe. Genau, und deswegen haben wir uns oder wollen wir uns in Zukunft vor allem auf uns selber konzentrieren, auf unsere innere Arbeit und irgendeine Form von Community aufbauen. Vielleicht kennt ihr die Gruppe Safttaucher, die machen so in Taucher super viel antifaschistische Arbeit, die voll wichtig sind und genau, uns mehr darauf zu konzentrieren, nicht so viel zu reagieren, sondern mehr zu agieren mit den Leuten, die wirklich Support brauchen. Also das brauchen alle, aber mit Leuten, die noch nicht organisiert sind und genau sich organisieren wollen oder einfach Community-Arbeit, Safe Spaces schaffen, Räume schaffen, in denen man deren Rassismus-Erfahrung oder Antisemitismus-Erfahrung sich anhört und die thematisiert und versucht, im Kleinen was zu machen. Und genau, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal der nächste Step. Ja, danke. Das macht auf jeden Fall auch nochmal einen ganz neuen, wichtigen Punkt auf, denke ich, was so ein bisschen zeigt, Kämpfe verbinden innerhalb progressiver linker Spektren kann halt auch bedeuten, dass man dann vielleicht andere Spektren wieder außer Acht lässt, ne? Und dann eben da zum Beispiel Organizing-Prozesse dafür dann keine Zeit mehr hat, weil man die ganze Zeit irgendwie so Anfragen bedienen muss, wie vielleicht auch dieses Podium heute. Danke, dass du trotzdem da bist. finde ich spannend, dann auch für die Diskussion danach, also sozusagen vielleicht auch Nachteile von zu viel Vernetzungsarbeit eventuell und vielleicht auch, weil einfach die Linke teilweise noch nicht der Safe Space ist, den wir gerne bieten würden, aber der irgendwie da halt noch nicht da ist. Ja, wie kriege ich jetzt die Überleitung hin zur Landwirtschaft und zum Klima? Ich mache sie einfach gar nicht, sondern ich gebe einfach weiter an Gesine. Du heißt inzwischen Laura, aber ich nenne dich trotzdem weiterhin Gesine. Dein Internet scheint wieder zu sein, das ist gut. Was sind denn eure Pläne und Überlegungen in der Klimagerechtigkeitsbewegung? Bei der CAT, aber vielleicht auch bundesweit. Ich höre mich gerade doppelt. Dann mache ich einfach weiter. Mach einfach weiter. Super. Ja. Ja, ich fange mal mit der CAT an, weil das ja das ist, wo ich dran bin. Wir haben so festgestellt, dass es uns nicht so viel gibt, permanent Großaktionen zu machen, wieder gar nicht auch so die Kapazitäten zu haben, sondern dass für uns eher so ein Ausflugscharakter aus dem Hinterland ist, um mal zu sehen, was sich alles sonst so mit bewegt. Wir merken so, oder haben auch früher immer schon gemerkt, das ist jetzt nicht so unser Aktionsfeld, irgendwie bundesweit zu agieren. Das können ruhig andere machen, wo auch vor Ort irgendwie mehr progressive Kräfte vor Ort sind, weil hier in Thüringen speziell jetzt einfach überall immer Personalmangel herrscht, sage ich mal ganz platt. Und da war so der Wunsch irgendwie auch nach einer langfristigen Perspektive, wo wir auch irgendwie unsere Kapazitäten gut einteilen können. Und was uns schon sehr beschäftigt hat, war natürlich diese katastrophale Kohlegeschichte, nämlich ein Nichtausstieg. Und auch so die Frage, von wo ist es denn sinnvoll anzusetzen? Und dieses sinnvolle Ansetzen war bei uns aus der Gruppe heraus irgendwie
schon immer so, dass es irgendwie mit Themen sind, die uns auch sonst im Leben beschäftigen. Und wir haben halt auch einfach in unserer Gruppe 3, 4, 5 Leute, die landwirtschaftlich arbeiten. Und das heißt einfach an sich immer schon einen sehr hohen Aktionsgrad. Wenn Leute Landwirtschaft machen wollen, dass sie sozial okay ist, dass sie ökologisch ist und einfach in diesem System und unter diesem Verwertungsdruck, der ja in der Landwirtschaft extremst hoch ist und der ja auch zu dieser Unzufriedenheit in diesem Berufsstand führt, ist es einfach sehr schwer, da überhaupt noch Kapazitäten finden, politisch zu arbeiten. Und die Leute, die es halt schaffen, die tun das aber auch dadurch, dass sie persönlich betroffen sind, sehr langfristig. Das ist zum Beispiel in der ABL so. Ich kenne die Leute jetzt seit 10 Jahren und ich weiß, die werden auch noch in 10 Jahren mit mir Aktionen wuppen. Und dann halt ist Landwirtschaft super komplex. Jeder Lebensbereich ist irgendwie mit Landwirtschaft verbunden. Da also es ist super vielfältig. Wir sind da noch nicht festgelegt, was wir machen wollen, aber es ist klar, dadurch, dass das so ein krasses Querschnittsthema ist, wie zum Beispiel auch einfach Landvergabe. Das ist sowas, wir haben gerade Landgrabbing, das ist ja überall auf der Welt ein Thema, aber auch vor allen Dingen deutschlandweit gesehen in den neuen Bundesländern, weil einfach durch die Kollektivierung im Sozialismus sehr große Strukturen geschaffen haben, die im Kapitalismus jetzt in so einem System extremst anfällig dafür sind, dass Leute das Land kaufen als Kapitalanlage und um zum Beispiel noch EU-Agrarsubventionen abzunehmen. Das ist zum Beispiel ein ganz klarer Kampf, der natürlich aus einer linken Perspektive zu führen ist und der auch eine, also genau, Enteignung ist immer schlecht, wenn man das im Osten sagt, weil das sehr unterschiedlich besetzt ist, können wir hier nicht machen, aber das ist so eine ganz klare Parallele zum Beispiel zu den Berlin-Geschichten und dem Wohnen. Und auch diese Frage von, es gibt Bauern und Bäuerinnen, die haben super krasse, tolle politische Konzepte, wie zum Beispiel die EU-Agrarsubvention, das ist ein Drittel des EU-Haushaltes, sozial und ökologisch zu verteilen werden. Also da geht es um soziale Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft, da geht es darum, Tierwohl einzuhalten, Bodenschonen, Klimaschutz, all solche Sachen. Da gibt es Konzepte, nur keine Sau kennt sie. Und diese Sachen halt einfach groß zu machen, ich sage immer so, es gibt da Leute, die können halt nur Inhalte, die können nicht die Sachen groß in die Öffentlichkeit treten und die europäische Agrarpolitik ist für die nächsten 5 bis 7 Jahre wieder gesetzt und es hat sich nicht viel verändert. Da ist halt so die Frage, wie wir das jetzt machen als Gruppe, dieses Thema, also uns mit den Bauern und Bäuerinnen zu verbinden, was natürlich dann auch andere soziale Konflikte irgendwie mit sich bringen wird, weil es unterschiedliche Szenen sind so. Aber da zu gucken, was können wir mit denen entwickeln, weil sie eigentlich ja auch extremst vom Klimawandel betroffen sind. Wenn sie nicht zu den KlimawandelleugnerInnen gehören, sondern halt zum Beispiel auch in der ABL, die sind auch Teil der Via Campesina-Bewegung, einer weltweiten Bäuerinnen- und Landlosen-Bewegung, die halt sehen, Klimawandel, es betrifft alle, den ganzen Berufsstand weltweit. Und das müssen wir irgendwie voranbringen, dass wir diese Artenaussterbekrise und den Klimawandel, dass wir da Teil der Lösung sein wollen. Und da brauchen die einfach mehr Menschen. Und da ist die Frage, wie ist sowas zu organisieren, um diese Stimmen halt groß zu machen und nicht andere Stimmen, was die Landwirtschaft betrifft. Und da sind wir jetzt langsam auf dem Weg und auf der Suche. Es wird ein langfristiger Prozess sein. Mal gucken, wohin der führt. Okay, ja, also das klingt fast danach, als würdet ihr auch eine Art Organizing-Prozess anfangen wollen mit eben Bäuerinnen und Bauern, also nochmal mit einer anderen, ganz anderen, einem anderen Spektrum, wo es auch einen blinden Fleck gab bisher. Also fast alle hier verwenden diese Strategie des Organizing, was ja in der Klimagerechtigkeitsbewegung bisher so gut wie nicht vorgekommen ist, würde ich jetzt mal sagen. Das waren eher ganz andere Strategien und Taktiken mit Demonstrationen und zivilem Ungehorsam, würde ich jetzt mal behaupten. Dann gehen wir weiter zu diesem anderen Organizing-Prozess im Gesundheitssektor. Seht ihr irgendwelche Chancen mit Gesundheit statt Profite, dass es langfristige Veränderungen gibt, also dass sozusagen über die Corona-Krise hinaus, wo ja Gesundheit, Pflege schon recht, also nicht genug, aber schon auch stark debattiert wird, dass da was bleibt danach, also dass das Thema danach präsent bleibt oder einen langfristigen Wandel möglich ist. Und versucht ihr da irgendwie Allianzen aufzubauen oder wo verbindet ihr Kämpfe, wo könnte das noch mehr geschehen?
Ja, das sind immer diese großen Fragen. Und Michael hat ja eben schon von der Vernetzung, die wir halt mit Deutsche Wohnen enteignen machen. Also wir haben auch so aktiven Seminare gemacht und auf jedem von diesen Seminar war halt auch eine Vertreterin oder Vertreter von Deutsche Wohnen enteignen und hat dann halt schon mal darauf zugespitzt, dass wir das natürlich auch in den Krankenhäusern machen, dass wir da auch sammeln und dass halt diese Verbindung zwischen, also dieser Punkt der Daseinsvorsorge, es ist nicht nur Wohnen, es ist eben auch Gesundheit, es ist auch, ne, und das geht dann auch weiter bis zum Klima, es nimmt, ne, Verkehr gehört dazu, also ne, diese ganzen, was wirklich auch zur Daseinsvorsorge gehört und nicht in die Hand von Profitmachern, ne? Das ist einfach, und das halt, und das Gesundheitswesen ist einfach auch so ein Beispiel dafür, wie Gewinne rausgezogen werden, wie Gelder rausgezogen werden, die dann halt in die Taschen von Reichen landen und die sich dann auch wiederum nicht daran beteiligen, dass die Finanzierung funktioniert im Gesundheitswesen. Das ist halt ein Beispiel, aber das gilt ja auch für ganz viele andere Bereiche. Ne? Also das muss halt das Bewusstsein dafür, ne, dass halt Milliarden für irgendwelche für die Lufthansa da sind, Milliarden für irgendwelche Flughäfen gebaut werden, ja, aber dann gleichzeitig das Geld nicht da sein soll, dass halt alle, die in gewissen Bereichen arbeiten, vernünftig bezahlt werden, ja. Und das kann man dann auch wiederum verbinden zur Landwirtschaft. Ne? Da sind ja auch ganz, ganz viele wirklich, wirklich prekäre auch Arbeitsverhältnisse, die dann auch, also ne, diese Verbindung ist ja eigentlich da und die müssen wir einfach auch, die müssen wir nur herstellen. Als Corona angefangen hat, hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass sich da auch tatsächlich auch irgendwas tut. Ne, das endlich mal einsehen, dass halt diese Profitlogik und Marktlogik im Gesundheitswesen einfach auch mit zu dieser Krise geführt hat. Nicht nur das, sondern auch die ganze Globalisierung und neoliberale Politik. Aber ich fürchte ja, dass die Einsicht nicht so richtig, also die ist bei uns da, ne? Und die ist auch bei ganz, ganz vielen Gruppen da, aber sie ist halt noch nicht da, wo sie halt hin muss. Und wir müssen halt wir brauchen den Politikwechsel und auch im Kleinen, also es muss sich was bei uns tun, es müssen bessere Arbeitsbedingungen her und eine bessere Gesundheitsversorgung dadurch, aber es wird niemand für uns machen. Das müssen wir halt selber herstellen. Wir machen ganz viel Vernetzungsarbeit. Wir werden auch viel angefragt, irgendwo mitzumachen in Bündnissen und auch zu reden. Aber das hat dann eben auch seine Grenzen. Aber wir sind halt auch gerne mit dabei, also halt auch gerade, wenn es halt dann auch in die Öffentlichkeit geht. Du hattest ja auch das dieses Wort Brennglas genommen. Klar ist, ne, diese Krise ist wie ein Brennglas, aber so ein Brennglas entfacht ja auch Feuer und ich glaube, das macht es auch. Ne? Also ich glaube, es ist jetzt einfach vielen, also durch dieses Jahr, was ja doch wirklich so viele Sachen auch, wo wir gesagt haben, das würde nie passieren können, die halt dann doch passiert sind, das wird nicht so schnell wieder aus den Köpfen verschwinden. Und ich hoffe, dass es halt tatsächlich auch zu einer Veränderung kommen wird. Und es wird aber dann halt auf, das machen wir nicht alleine, das machen wir halt gemeinsam. Und ich hoffe, dass wir halt auch so eine wirklich breite Mehrheit haben, dass es halt auch tatsächlich auch zu einer Politikveränderung führt.
Ja, hoffentlich. Mal sehen, was da auch die nächste Regierung so bringt. ja, ihr habt jetzt alle so aus bestimmten Bewegungsfoki gesprochen. Jetzt würden wir nochmal zu diesem Bündnis Solidarisch geht anders gehen, das ja eben versucht, die alle zu verknüpfen mit eurem Aufruf. Und ihr verbindet da ja eben Positionen und Forderungen aus diesen unterschiedlichen sozialen Bewegungen. Was, vielleicht magst du noch mal ganz kurz was dazu sagen, was sind da eure Ziele, wer steht dahinter und wie wollt ihr das dann in der nächsten Zeit in die Praxis umsetzen? Genau. Und vielleicht, welche Rolle spielt da auch die Bundestagswahl dabei? Ja, genau. Vielleicht kriege ich es dieses Mal konkreter hin. Einmal genau, vorweg vielleicht, das ist jetzt eben aus einem Diskussionsprozess zwischen verschiedenen Organisationen, Bewegungen und so weiter entstanden. Nur so ein bisschen beispielhaft die Breite von dem, was wir haben und vielleicht auch die, was wir nicht haben, ein bisschen deutlich zu machen, ist es so, dass es eben wie einerseits zu Bewegungsorganisationen wie Seebrücke, Ende Gelände, Fridays und so weiter dabei haben, aber auch größere NGOs, Oxfam zum Beispiel hat das unterschrieben, Medico ist beteiligt sich an dem Bündnis, kleinere Afrika-Europe Interact, die ganz tolle Arbeit machen, darin zwischen Europa und Westafrika zu vermitteln und da gemeinsamen Aktivismus möglich zu machen. Genau, und es ist insgesamt jetzt, finde ich, tatsächlich sehr themenfeldübergreifendes Bündnis von Klimagruppen, antirassistischen Initiativen, sozial orientierten Akteuren und so weiter. Aber es ist natürlich ein Kampagnenbündnis. Und vielleicht auch in dem, jetzt ging es sehr viel um Organizing, ist das, glaube ich, genau der Versuch, eine Ergänzung dazu zu schaffen. Es ist kein, natürlich in den, ne, also schon in der Grundanlage ist es, verfolgt es ein bisschen andere Ziele, glaube ich. Nämlich, dass es auf eine allgemeine Beeinflussung des Diskurses abzielt, dass wir versuchen wollen, gerade vor Ort und vielleicht nicht nur in Berlin, wo es, glaube ich, sozusagen einfach sehr viele, sehr große Bewegungen gibt, Organisierungsangebote gibt und so weiter, sondern auch an anderen Orten ein Angebot zu schaffen, um verschiedene Sachen zusammenzufügen. Das hatten wir auch in Gesprächen über das letzte Jahr immer wieder sozusagen gehört von Orten, wo es so ein bisschen Bedarf gibt von, wir machen das schon vor Ort, aber wir würden es gerne in einen größeren Zusammenhang stellen. Und das ist sozusagen ein Angebot, was wir jetzt schaffen wollen für Lokalgruppen der Organisationen, die jetzt schon dabei sind, aber auch für ganz viele andere Gruppen, die das interessant finden, zu sagen, ja, das können sie sich zu eigen machen an Forderungen. Das sind sozusagen, wir haben so fünf Themenfelder darin formuliert. Ich kann euch einmal gleich noch morgen gibt es eine Website, die online geht. Ich kann euch den Link mit dem Passwort schicken, dann ist es so ein kleiner Preview. Genau, dass wir eben einerseits das Feld Gesundheit haben, wir haben das Feld materielle Sicherheit, öffentliche Infrastruktur, Sorgearbeit, Rassismus- und Abschottungspolitik, Klimagerechtigkeit und da jeweils versuchen, Forderungen zu formulieren, aufzugreifen, die in den Feldern schon präsent sind und die von unseren sozusagen Organisationen jeweils eingebracht werden. Und was wir konkret machen, ist einerseits Aktionstage. Es gibt jetzt eine Aktionswoche quasi, das glaube ich auch mit Silvias Initiativen so teilweise überlappend. Anfang Juni, das ist sozusagen spannt sich von Verhandlungen auf internationaler Ebene, wo es eben um diese Impfstoffpatente geht, zu einem Aktionstag in der Pflege, dass wir da versuchen insgesamt und eben nicht nur aus den Bewegungen, die das schon machen, sondern auch mit Klimaakteuren, mit antirassistischen Akteuren zu Kundgebungen in deutschlandweit aufzurufen, um diese Themen stärker zu machen und den Bezug zwischen den verschiedenen Themen klar zu machen. Da haben wir uns jetzt vorgenommen, mal sehen, wie das alles, ne, das ist jetzt sozusagen, wir können ja nur von Plänen berichten, gerade ihr habt das da besser, ihr könnt schon von konkreten Ergebnissen berichten. Sozusagen entsprechende Aktionstage auch in anderen Feldern zu machen und dann Richtung Bundestagswahl zusammenzukommen, auf der Unteilbar-Demo in Berlin auf jeden Fall, vielleicht auch an anderen Orten, das muss man alles mal schauen, vielleicht auch nach der Wahl,
Und da jedenfalls uns in der Weise aufzustellen, dass wir jetzt schon Netzwerke haben zwischen verschiedenen Bewegungen, weil wir glauben zumindest, dass diese Verteilungskämpfe, dass sozusagen die Reibereien nach der Corona-Krise nochmal viel stärker werden und dass wir da vielleicht, meine sozusagen historische und organisationelle Erfahrung, dass wir da besser aufgestellt sind als nach der Finanzkrise, wo es die Linke ja ziemlich verschlafen hat. Und genau. Insofern ist es vielleicht noch die Rückfrage stellen, ist eure Zielgruppe, ist es eher, sind es die Bewegungen selbst oder ist es die Politik oder ist es, es geht so ein bisschen in beide Richtungen, würde ich sagen. Es ist sozusagen, wir haben einerseits das Ziel, nach innen Bewegungen zu stärken und Bewegungen in Kontakt zu setzen und eben tatsächlich vielleicht auch sozusagen solche Austausche, wie es zwischen Deutsche Wohnen und der Krankenhausbewegung jetzt gibt, sozusagen in so einer Richtung gedacht, das auch an anderen Orten und zwischen anderen Bewegungen hinzukriegen, was immer nur Angebote sein können, immer ein hehres Ziel ist. Und andererseits nach außen, eben gerade auch sozusagen als aus einer kleineren Initiative kommt, so ein bisschen die Hoffnung mit den großen Akteuren, das nochmal mehr medial in der Öffentlichkeit zu tragen, von übrigens, es gibt diese Art von solidarischer, übergreifender Bewegung, die sich insgesamt für eine andere Gesellschaft einsetzt. Und es ist nicht nur, da stehen Fridays und da stehen die und da stehen die. Und insofern, genau, geht es so ein bisschen in beide Richtungen. Okay, ja, danke schön. Es kamen jetzt schon ganz viele Ideen und auch praktische Ansätze und tatsächlich bestehende Praxen, wie diese Themen verknüpft werden können und was da auch für Vorteile dabei sind, was vielleicht auch manchmal Nachteile sein können, zum Beispiel, dass man zu viele Anfragen bekommt und gar nicht weiß, auch worauf kann man sich jetzt fokussieren und man es irgendwie mit begrenzter, also es einfach eine begrenzte Kraft gibt und begrenzte Anzahl von Menschen leider, die sich für solche Themen einsetzen und dann so ein bisschen die Frage, worauf fokussiert man sich jetzt? Und ich würde jetzt hiermit die offene Diskussion einleiten. Also wenn ihr auf dem Podium irgendwie was ergänzen wollt oder was kommentieren wollt, dann sehr gerne. Und auch wenn TeilnehmerInnen irgendwie was fragen, sagen wollen, dann könnt ihr, wie gesagt, im Chat an Konzeptwerk eine Privatnachricht schreiben und dann werden wir versuchen, das hier reinzutragen. Michael, du hast dich gleich gemeldet. Ja, ich finde es gerade so witzig. Es merkt vielleicht jemand, ich gucke nebenbei, das ist keine Unhöflichkeit auf den Diskussionsverlauf in der Koordinierungsrunde, die wir heute Abend haben. Die Koordinierungsrunde ist die traditionell gesprochen die Leitung der Kampagne. Da diskutieren wir gerade zur Stunde, ob wir den Aufruf solidarisch geht anders unterstützen. Von daher finde ich das gerade sehr spannend, ja, und gucke immer so ein bisschen den Verlauf der Debatte. Was mich an der ganzen Debatte freut, ist, dass ich glaube, dass alle Beteiligten erkennen, wenn wir politisch irgendwas gewinnen sollen, dann braucht es einen langen Atem, das sagt man ja immer. Ja, es braucht eine riesige Vorbereitung, es braucht eine Strategie, es braucht eine Taktik und nichts fällt vom Himmel. Wir haben in den letzten 40 Jahren, das ist immer so eine zentrale These von mir, weil ich ja schon auf die 70 zugehe, haben wir in den letzten 40 Jahren fast nur Niederlagen erlitten. Ja, in allen Bereichen. Ja, und es ist wichtig, dass man eine politische Kampagne mit langem Atem führt, mit Geduld und mit Überlegungen, wohin soll das alles führen und wie organisieren wir den Prozess. Und dann kann man auch gewinnen. Und das betrifft alle Beteiligten, ob es Migrantifa ist oder Laura oder wie auch immer. Und das heißt ja nicht, dass man immer nur kleinteilige Arbeit macht, aber man muss die großen Dinge gut vorbereiten. Gut vorbereiten. Und man muss wissen, was man will. Also unser Ansatz ist, auch das wieder traditionell ausgedrückt, klassenpolitisch folgender. Wir wollen die unteren Volksklassen mit den Mittelklassen gemeinsam in Stellung bringen gegen die Oberklasse. Ja, bis jetzt ja so, dass die Mittelklassen ideologisch und politisch und sozial eher sich an der herrschenden Klasse orientieren. Und genau das
wollen wir aufbrechen und so. Und das ist eine gewaltige Aufgabe, weil sie eben sozusagen einen langen Prozess erfordert. Und diesen Weg haben wir bestritten bei der ganzen Angelegenheit. Und ich sage das mal am Beispiel, wir haben 2017 angefangen mit 7 Leuten, ja, und haben uns überlegt, was können wir machen? Wie können wir ein paar hundert Mieter Initiativen eine Perspektive geben in Berlin? 7 Leute, nicht? Das ist ja nicht besonders viel. Und das war manchmal richtig traurig und frustrierend, weil es alles zu Anfang nicht so geklappt hat, aber wir haben das durchgehalten und jetzt dann erntet man auch irgendwann die Früchte dieser ganzen Tätigkeit. Also ich möchte allen den Mut zusprechen, sich wirklich diese strategischen Herausforderungen zu stellen, zu überlegen, welche Schritte kommen wann und welche kommen danach. Ja, und das ist völlig wichtig, um zu gewinnen. Und noch ein Satz zu den politischen Parteien. Also wir haben natürlich Bündnispartner. Ich selber bin irgendwann 2002 aus der damaligen PDS ausgetreten. Die Linkspartei ist ein Bündnispartner, aber generell empfehle ich bei allen Sachen, sich niemals auf irgendwelche Parteien zu verlassen. Ja, niemals auf irgendwelche Parteien. Man muss da unsektiererisch rangehen, wenn es Bündnispartner gibt, ist das super. Aber was die politischen Parteien insgesamt abliefern, ist eher der Verrat an unseren Sachen im Allgemeinen und im Besonderen, als es andersrum ist. Und das muss man auch immer im Hinterkopf haben, wenn man mit politischen Parteien operiert und so. Ich würde jetzt da mal anknüpfen, auch für die Diskussion oder vielleicht noch eine Diskussionsfrage da aufmachen. Wenn du sagst, genau, es geht dir eigentlich darum, die untere Volksklasse mit der Mittelklasse gegen die Oberklasse in Stellung zu bringen, würdet ihr alle jetzt sagen, es braucht ein konkretes Thema wie deutsche Wohnen enteignen, um mittels des Themas das eigentliche Thema, nämlich die Ungleichheit und die Macht der Oberklasse, zu vermitteln und darüber, und ist das sozusagen die dahinterliegende Strategie? Oder ist es so, dass dadurch, dass wir so viele Teilthemen haben, also dass wir irgendwie das Thema Wohnen haben, dann das Thema Klima, dann Gesundheit und so weiter, dass wir dadurch vielleicht das Große und Ganze teilweise dann verlieren oder dafür dann keine Zeit und Energie mehr haben, uns wirklich sozusagen gegen diese gravierende Ungleichheit einzusetzen. Darf ich einen Satz dazu noch sagen? Bitte, weil das gerne, mich, alle gerne. Total bewegt, ehrlich gesagt. Ich meine, jede Person, jeder Mensch, sogar die Blödesten wissen, dass es in Deutschland eine extreme Ungleichheit gibt. Ja, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer armer und alle jammern in der Presse darüber herum. Das ist alles völlig egal. Daraus entsteht keinerlei Politik. Du brauchst ein konkretes Ziel und du musst ein konkretes Ziel formulieren, an dem die Menschen Erfolgserlebnisse haben, den Durchbruch erleben, dass man gewinnen kann und dass man Erfolge erzielen kann. Sonst ist das alles völlig sinnlos. Okay, danke. Ja, ich habe jetzt gesehen, Gesine, du hast dich auch gemeldet. Tut mir leid, das hatte ich nicht gleich gesehen. Und dann Silvia, glaube ich, ne? Ich glaube, Zeynep hat sich auch gerade gemeldet, aber vielleicht habe ich das auch nicht gesehen. Ja, also zum Teil gehe ich da mit, was Michael sagt, zum Teil aber auch nicht. Ich glaube, dass man nur Erfolge sehen muss, ansonsten bringt das nichts. Das ist mir ein bisschen zu einseitig, weil wir da einfach jetzt, gerade Michael, Silvia und ich zum Beispiel, aus einer privilegierten Position sprechen, weil wir halt im Außen sehr aktiv sein können, ohne uns jetzt irgendwie vor etwas ängstigen oder viel ängstigen zu müssen. Und ich finde es auch wichtig, zu gucken, wie in politischen Strukturen geguckt werden kann, dass es irgendwie einmal Auseinandersetzung gibt mit sich. Und wie arbeiten wir eigentlich und was hat das für Folgen? Aber auch, wie regeneriere ich mich wieder? Und das ist ja was, was ja in vielen politischen Strukturen eigentlich auch zu kurz kommt. Wenige Bewegungen halten auch sehr lange. Und das ist ja auch was zum Beispiel, was die Black Lives Matter Bewegung ganz stark für sich verfolgt. Diese Ebene, finde ich, sollten wir auch nicht vergessen. Und gerade durch Corona merke ich, ist die, dadurch, dass alles räumlich begrenzt ist, schon nochmal in den Vordergrund gerückt und das sollten wir auch nicht wieder verlieren.
alle miteinander. Und dieses, was ich in dieser Diskussion jetzt eben war es auch immer manchmal so, dass diese Ebenen so gegeneinander ausgespielt werden. Und das ist was, was ich eigentlich überhaupt nicht sinnvoll finde, egal in welchem politischen Kampf und Auseinandersetzung. Sondern, also es ist ja dann immer so ganz platt gesagt, so dieses, ja, die Leute, die sich ihre Welt hier so irgendwie so machen, dass sie ihnen gefällt, die haben ja null Reichweite und das bringt irgendwie nichts. Und die tun hier so, als würden sie irgendwie eine Alternative aufbauen. Und dann auf der anderen Seite die Leute sagen, wir müssen an die großen Hebel ran und fühlt sich dann oft an wie Fliegengewichte oder so. Und das ist immer wieder was, was mir auffällt, dass dieses binäre Denken da in politischen Prozessen viel zu kurz kommt und wir da viel mehr Reflexion brauchen. So von, dass die Ebenen halt irgendwie alle wichtig sind und dass es das permanent mitgedacht werden muss. Und gerade auch, wenn ich jetzt nochmal auf diese landwirtschaftlichen Sachen eingehe, dass es da total wichtig ist, sich gegenseitig zu stärken auch und dass es sehr wertvoll sein kann, eben nicht nach außen zu gehen, sondern erstmal untereinander zu gucken, wie geht's uns eigentlich und was brauchen wir und da uns gegenseitig zu stärken. Und deswegen ist das nochmal so eine kleine Gegenrede zu Michael, dass ich finde, es ist extremst wichtig, das auch einfach genauso wertig zu betrachten wie alles andere. Danke. Vielleicht Zeynep als erstes und danach Silvia und dann Anton. Ja, ich möchte Gesine auf jeden Fall zustimmen, weil klar, Klassenkampf ist ein Thema und es ist super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber zum anderen, wenn du dir untere Klasse anguckst oder wie einfach Rassismus in Deutschland funktioniert, dann hat das im Endeffekt nichts mehr mit deiner Klasse zu tun. Und Rassismus ist in allen Klassen, in allen Ebenen vertreten und vor allem natürlich auch wieder bei nicht so gebildeten Areas, sage ich jetzt mal. Und dazu kommt noch, dass natürlich Leute, die von Rassismus betroffen sind, sich in ganz vielen Fällen nicht dagegen wehren können oder wollen, einfach weil das voll die Bedrohungslage fühlt, weil sie sich selber eine Bedrohungslage bringen. Und sie wollen einfach nur ein friedliches Leben in Deutschland führen. Und dann ist ja auch irgendwie ganz logisch, dass die Konsequenz nicht davon ist, dass ich mich jetzt gegen meinen Nazi-Nachbar in Deutschland, in seinem Land wehre, weil das wiederum für mich noch mehr Stress bedeutet. Und auch sowieso, wer soll mich schützen in diesem Land? Also wer im Endeffekt macht das für mich so? Wenn ich mich politisch engagiere, würde, also, ne, wisst ihr, was ich meine? Das wird nicht dazu führen. Und genau, in einer Dominanzgesellschaft, die weiß ist, weiß, rassistisch, antisemitisch, seine Stimme zu erheben, wenn du in der Minderheit bist und in Taucher wohnst, ist es einfach nochmal super schwierig. Und da ist das eher die Aufgabe von den Personen, die halt damit keine Probleme haben, die andere Positionierungen haben, dagegen was zu machen und nicht dann wieder, also genau, nicht zu verlangen, dass Leute, die in einer prekären Lage leben, was so Geld angeht oder natürlich auch Rassismus-Erfahrung, Antisemitismus-Erfahrung, nicht von denen zu verlangen, dass sie sich dagegen wehren sollen, sondern dass die Dominanzgesellschaft beginnt, sich zu öffnen, einen Schritt auf sie zuzumachen und auch ihren eigenen Rassismus und den Rassismus auf der Arbeit oder in den eigenen politischen Gruppen oder bei den NachbarInnen zu bekämpfen und das nicht von den Leuten verlangen, die darunter leiden. Silvia. Das ist jetzt, ich finde, jetzt wird's deutlich, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen dürfen und halt, dass wir Konzepte für unterschiedliche, dass es unterschiedliche Konzepte, aber auch andere Kämpfe sind. Ne? Also das, was Michael geschildert hat, ist ein konkreter Kampf. Das, was wir machen, ist auch ein konkreter Kampf, wo wir versuchen, unsere Bedingungen zu verändern und das halt auch breiter sehen. Also ich würde das erst mal gerne beschreiben und dann halt sehen,
vielleicht gelingt das auch Anton auch eher, dann halt so eine Verbindung einfach auch herzustellen. Ne? Also was ich halt nochmal zu unserem Kampf oder Bewegung, wie man es auch nennt, sagen wir, dass wir brauchen eine Position der Stärke. Ne, also ihr kennt sicherlich ganz viel, was jetzt gerade aus dem Krankenhaus, Gesundheitswesen berichtet wird, ist immer, wie scheiße unsere Situation ist, also von den Beschäftigten dort. Ne, es wird ganz viel halt, ne, wie dramatisch die Lage ist. Es sollen immer Geschichten dargestellt werden, wie krass das ist. Aber Berichte darüber, wie wir kämpfen und wie wir uns organisieren, ja, und das schon seit Jahren, ne, halt gewerkschaftliche Kämpfe, die halt ganz, ganz wichtig sind, die schaffen es nicht in die Medien auch oder in die Öffentlichkeit. Ne? Und ich kann es auch nicht, also ne, ich will nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden als eine, die nur jammert, ja, sondern ich will als jemand wahrgenommen werden, die halt kämpft, die versucht, die Missstände benennt, und das sind halt ganz klare Missstände, ne, die wir jetzt auch schon oft gezählt haben, und dass wir das aber nicht ändern werden, indem wir eine andere Partei wählen, sondern was wir nur ändern können, wenn wir wirklich eine Mehrheit schaffen, die halt einen Kampf führt. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auch ein Mikrokosmos an unserem Arbeitsplatz und Arbeitsplätzen, wo halt auch die ganzen anderen Dinge, die ihr jetzt aufgezählt habt, natürlich auch passieren. Und für mich ist das klar, dass das Teil von meinem Bewusstsein ist und von meinem Kampf ist. Ne? Aber das sind natürlich die Dinge, die wir nach innen auch dann arbeiten, wo wir Bewusstsein von unseren Kollegen schaffen, dass halt bestimmte Dinge eben nicht passiert oder dass sie eben auch benannt werden. Und was wir auch noch machen, ist die Verbindung von dem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen für jetzt nicht nur die Pflege, sondern auch eigentlich alle Krankenhausbeschäftigten, aber auch mit dem Kampf für bessere Löhne für eben auch hauptsächlich migrantische Beschäftigte, die nicht so diese laute Stimme haben. Das ist halt auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das halt verbinden wollen und halt für beides gewinnen wollen. Aber das, ne, diese Verbindung, ich glaube, das ist ja auch dann eher das, was solidarisch geht anders, halt auch dann hoffentlich auch herstellen kann. Punkt. Danke. Anton, du wärst als nächstes dran, und es gab jetzt auch eine Publikumsfrage an dich speziell, die du vielleicht gleich mit beantworten könntest. Und zwar kommen ja im Sommer auch die Zapatistas aus Mexiko, oder mehrere indigene Bewegungen, und darüber findet ja auch ein starker Verknüpfungsprozess, Vernetzungsprozess gerade in Europa, aber auch in Deutschland statt. Und wie seht ihr das Kommen von denen, und inwieweit lässt sich das verknüpfen mit eurer Initiative? Also ich glaube, dass das ist bislang bei uns nicht Thema gewesen, obwohl jetzt innerhalb dieses Kampagnenbündnisses nicht Thema gewesen, obwohl mit Sicherheit viele, die daran rumspringen, begeistert die Kommuniqués vom Meer gerade mitverfolgen. Und ich glaube, offensichtlich gibt es da ein Zusammenkommen. Mein Gefühl wäre einmal, dass das total interessant wäre, da tatsächlich auch nochmal ernsthafter darüber nachzudenken, wie sich das auch organisatorisch irgendwie zusammenbasteln lässt. Und so dafür habe ich tatsächlich von der Organisation, wie jetzt die zapatistische Reise im Moment aufgestellt ist, zu wenig Einblick, um da
also sozusagen so mit einem Schnipsen irgendwas mir rauszuschütteln. So ein bisschen wäre mein Gefühl, sozusagen die Reise ist ja, glaube ich, schon sehr sozusagen auf, also ich unterstelle ein bisschen sozusagen schon einen sehr, sehr starken linksradikalen Bezug. Und ich glaube, da ist sozusagen teilweise unser Bündnis ein bisschen einfach vom politischen Spektrum anders aufgestellt. Das muss sich aber nicht im Weg stehen, prinzipiell. Das ist vielleicht der Versuch einer etwas improvisierten Antwort auf eine Frage, über die ich nicht nachgedacht hatte vorher. Und ansonsten wollte ich nochmal zu dem Punkt von, wir müssen gewinnbare Kämpfe führen, eingehen. Oder sozusagen, woran stellen wir eigentlich fest, was gewonnene Kämpfe sind oder so? Weil ich glaube, das ist bei manchen Sachen sehr benennbar und sehr schön zu sehen und ist natürlich für die Motivation und für sozusagen auch eine Erzählung von Bewegung und so total entscheidend. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch total wichtig, und Silvia hat das so ein bisschen anklingen lassen, in Bewegungen darauf zu achten, dass es einmal sowas gibt wie gesamtgesellschaftliche Stimmungen, so fuzzy und so weiter und so eingebildet sie vielleicht teilweise sind, aber dass es auch darum geht, sozusagen von Motivationen und so weiter, und dass es gute Gründe gibt, und da spreche ich jetzt eher als sozusagen Person, die in der Seebrücke seit ein paar Jahren Aktivismus macht, Kämpfe zu führen, selbst wenn man weiß, dass die Chancen für wirklich durchschlagende Gewinne sehr gering sind, weil sie trotzdem geführt werden müssen. Und weil es trotzdem sozusagen einfach, glaube ich, eine Verpflichtung gibt, bestimmte Sachen zu benennen und zu versuchen, durchzusetzen und natürlich Formen zu finden, wo sozusagen es zumindest Teilerfolge geben kann, weil es sonst einfach nur frustrierend ist. Und die Erfolge können vielleicht sozusagen ein bisschen an Zeynep anschließen, kann auch manchmal was sein, was sozusagen nach außen gar nicht so sichtbar ist, sondern sozusagen was tatsächlich nach innen Leuten was bringt oder so. Das ist, glaube ich, total wichtig, aber sozusagen da sozusagen nur ein reines Effizienzkriterium anzulegen, ist, glaube ich, gefährlich für die Bestimmung davon, was sozusagen lohnenswerte Kämpfe sind. Ja, Michael, da kannst du perfekt drauf antworten, denke ich mal. Und vielleicht, wenn ihr euch meldet, dann nehmt doch gerne den Chat und macht dann ein Sternchen für die Zukunft. Genau. Also zunächst einmal, Anton, haben wir gerade einstimmig beschlossen, den Aufruf zu unterzeichnen. Ja, soweit, so gut. Ne? Das ist ja nur auch eine schöne Sache. Also ich verstehe auch deinen Ansatz, ja. Aber man muss auch mich verstehen, ganz subjektiv, ich habe mit 70 keine Lust mehr oder mit 69 keine Lust mehr, Kämpfe zu führen, die man nicht gewinnen kann. Also das macht irgendwie keine Freude nach Jahrzehnten von Niederlagen. Also mir jedenfalls nicht. Also ich mache nur noch Sachen, von denen ich überzeugt bin, dass man sie gewinnen kann. Verstehe aber das, was du gesagt hast. Ich habe die Differenz zu Laura und Zeynep nicht verstanden. Also ich habe überhaupt keine Kritik oder an dem, was ihr tut. Ich finde das also eher interessant zu hören, wie sich so verschiedene Ansätze darstellen. Ja, ich finde aber, die Frage steht schon, wie man in eine Kampagne gegen die Profitlogik antirassistische und feministische Elemente mit einbauen kann. Wie man das macht, macht man das so, indem man den Leuten sagt, ihr seid irgendwie blöde Rassisten, ja, das ist jetzt polemisch und vereinfacht geschrieben, oder sagt, versucht man, die Stimmung bei diesen Leuten zu verändern und aufzubrechen. Und ich sage mal ein Beispiel. Die setzen mich immer gerne in den Außenbezirken in Berlin ein. Das hat den Grund, weil ich Ur-Berliner bin, die Sprache der Leute spreche und irgendwie auch mal rumprollen kann. Ja, so, und dann hast du in den Außenbezirken das AfD-Hochburg. Dann kommen Leute, 300 Leute auf eine Mieterinnenversammlung und du merkst, genau da gibt's AfD-Wähler. Ja, und was sage ich denen dann? Und ich sage denen Folgendes, ich sage, wollen wir doch mal gucken, was die AfD im Programm hat für euch. So, und im AfD-Programm zur Wohnungsfrage steht drin, wir wollen alle Wohnungen privatisieren. Und dann gucken die Leute blöd und groß, mit großen Augen, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, weil die AfD tut ja immer so, als ob sie die Partei der kleinen Leute ist, sie nicht. Sie ist die Partei der Bosse. Ja, ist sozusagen die Kampfreserve der Bosse, weiter ist sie gar nichts. So, und dann bricht man natürlich auf. Und überall da, wo wir Mieterinneninitiativen initiieren, das ist nämlich ein großer Teil von dem, was wir tun, das heißt Starthilfe bei uns, versuchen wir, und es gelingt auch, immigrantische Leute, deutsche Leute in eine gemeinsame Kampffront zu bringen. Das geht nämlich, wenn man ein bisschen Geduld hat, und wenn man sozusagen Rassismus, sobald er auftaucht, sofort zurück
weißt. Dann gibt es Leute, die bleiben weg, aber die Mehrheit der Leute, der Bio-Deutschen und der Migrantinnen verstehen sich gut, weil es um ein gemeinsames Kampfziel geht. Und das ist einfach das, was ich finde, also das will ich nochmal betonen, ein gemeinsames Ziel ist schon aus meiner Sicht schon irgendwie wichtig, wenn man nicht im allgemein ideologischen Hängen bleiben will. Zeynep, da kannst du sicher auch gut anschließen. Genau, aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe, was ich mir wünsche. Also, dass Leute, die eine bestimmte Positionierung haben, also nicht betroffen sind, sich mit Leuten auseinandersetzen, die in dem Fall dann TäterInnen sind oder sich rassistisch verhalten. Und genau das wünsche ich mir oder das wünschen wir uns, dass das nicht an Migrantifa hängen bleibt, aufzuzeigen, wo der Rassismus in dieser Gesellschaft ist, weil den kriegen wir zu spüren. Und wenn ich mich dazu äußere, dann ist es natürlich, dann verläuft die Konversation natürlich ganz anders, als wenn du das machst, als wenn du mit einem AfD-Politiker oder mit einem AfD-Wähler redest. So, mir wird der niemals zuhören mit meinem Namen, mit meinem Aussehen. Genau, und das ist ja genau das, was ich mir wünsche. Und genau, was ich mir auch noch gleichzeitig wünsche, ist, die Normalität aufzubrechen. Und das funktioniert auf vielen verschiedenen Ebenen natürlich, ne? Und jetzt sind hier ganz viele offizielle Initiativen da oder Kampagnen oder wie auch immer ihr euch bezeichnen wollt, was ja so voll gut ist. Und gleichzeitig wünsche ich mir aber auch, dass es genau, dass es eine militantere Seite gibt, weil wenn man sich damit auseinandersetzt, wie aggressiv und organisiert Neonazis in Deutschland sind und das schon seit nach dem Mauerfall. Es gibt da einfach einen geschichtlichen Verlauf, und wenn du, genau, wenn man sich das anguckt, dann ist es einfach super krass bedrohlich, und in Zeiten von so gesellschaftlichen Wandel wie Corona befördert das ja natürlich, ne? Magdalena, du hast am Anfang gesagt, man könnte sich ja wünschen, dass Leute erwachen und irgendwie so checken, was abgeht, aber das ist ja niemals, also es war historisch noch niemals so, sondern ein gesellschaftlicher Wandel oder eine äußere Sache, die eindringt, führt meistens immer zu Rechtsruck, so. Und dann sitze ich bei Migrantifa bei dem Plenum und finde natürlich cool, wenn es Initiativen, Kampagnen gibt, die auf legale Weise Sachen verändern, dass es Demonstrationen gibt, dass Leute sich äußern dazu. Gleichzeitig habe ich im Hinterkopf, dass da Insel im Internet sich radikalisieren und bewaffnet sind und mit den Bullen zusammenarbeiten. Und da wünsche ich mir natürlich auch auf eine Art und Weise eine militante Vorgehensweise von der deutschen Bevölkerung. Weil genau, Nazis im Internet sprechen vom Tag X, und ich will es jetzt gar nicht zu sehr kritisieren, und wir sitzen hier und machen Podiumsdiskussionen so, und manchmal wünsche ich mir einfach, dass in der deutschen Linken mehr dieses studentische Verhalten aufgebrochen wird. Es ist super cool, dass wir über alles genau reden und dass wir genau jedes kleinste Detail irgendwie versuchen zu analysieren. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es macht uns manchmal handlungsunfähig, weil genau, was ich eben auch gesagt habe, dann kriege ich da irgendwie eine Anfrage und da und muss zu jedem meine Meinung sagen oder einen Redebeitrag schreiben, und das führt am Ende also zu was genau, und dann muss ich ja mich halt auch wieder recht geben. Dann was am Ende habe ich dann erreicht, also ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja. Ich würde da jetzt am liebsten einsteigen in Diskussion, aber ich bin ja nur die neutrale Moderation. ja, was wurde oder was wird da erreicht dadurch, dass du dann da diese Standpunkte klar machst, ne? Also vielleicht können wir uns das ja auch fragen, was kann das erreichen in euren Bewegungen? Ja, was verändert sich da? Und vielleicht habt ihr auch noch Antworten drauf auf diese Frage, führen Krisen meistens zu einem Rechtsruck oder kann da irgendwie auch was anderes draus entstehen? Ja, das jetzt gerade steht niemand auf der Redeliste, vielleicht wollte, ja, Gesine. Also zu dem, was Zeynep gesagt hat, kann ich irgendwie voll mitgehen und bin da gleichzeitig halt, das muss ich einfach so sagen, auch ratlos, weil ich auch
Also genau, weil wir auch nicht wissen, was wir genau tun können. Also ein Ansatz ist halt einfach bei uns gerade dieses mit, wenn wir in der Landwirtschaft unterwegs sind, es ist halt hier so, dass im ländlichen Raum die Verhältnisse halt einfach krass sind. Und was also so ein erster Schritt überhaupt auch ist, ist diese Sachen halt hochzuholen. Das ist natürlich auf einem ganz anderen Level, als das jetzt Leute betrifft, die von Rassismus betroffen sind. Aber es ist auch unter Bauern und Bäuerinnen Thema, was mit Nachbarschaft auf dem Land ist. Also wir sind ja hier ein Verbund von Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und das ist auch Thema, wie sich Leute dazu positionieren in ihrer Dorfgemeinschaft, wo halt genau die Hälfte der Leute genau AfD wählt und noch ganz andere Sachen da sind. Und es ist schon auch eine gewisse Ratlosigkeit da mit dabei. Was anderes kann ich, das ist der größte Teil, der da mitschwingt. Und was wir da zurzeit machen, ist halt uns inhaltlich damit auseinandersetzen und untereinander auch Erfahrungen austauschen und versuchen, Strategien zu finden. Und ja, genau, also es ist halt einfach, ich sehe das genauso und ich habe da auch eine große Angst vor, auch jetzt mit den Wahlen, die hier kommen, genau, wie dolle das noch Fahrt aufnimmt. Und ein Mensch hat einfach zum Beispiel gesagt, bei diesem Videodreh für dieses Crowdfunding, hat gesagt, er ist seit Jahren, seitdem er jugendlich ist, genau auf dem Land organisiert in antifaschistischen Geschichten und es wird immer nur schlimmer. Also es ist nie was besser geworden in seiner Sache. Und da ist schon auch die Frage, genau, wie können wir da uns einmal gegenseitig, also was tun? Das ist die Frage. So. Ja, ich würde erstmal Silvia dran nehmen und dann Michael nochmal. Ich finde dafür halt so ein Podium total wichtig. Und halt, weil wir leben natürlich hier in Berlin wirklich auch in so einem Bubble, wo es uns, wo wir halt auch viele Wege und Bewegungen haben, die halt auch in eine ganz andere Richtung gehen und halt auch eine andere Realität für uns halt auch zeigen. Ne? Also das, wo ich bin auch froh, dass ich hier lebe und das und halt auch Teil davon bin und halt auch das Gefühl habe, dass halt auch diese Stadtgesellschaft jetzt auch tatsächlich in so eine solidarische Richtung geht. Aber gleichzeitig gibt es halt wirklich andere Realitäten und wir können halt dann auch, also für mich ist es halt so, dass ich dann halt auch irgendwie versuchen kann, halt wie es irgendwie geht, zu unterstützen, zum Beispiel am 29. nach Halle zu fahren und dort halt dann noch ein bisschen mehr noch an, eine große Masse dürfen wir ja gar nicht zeigen, aber halt zumindest Präsenz zu zeigen und halt auch versuchen zu unterstützen, wie es irgendwie nur geht. Das ist jetzt so meine Reaktion darauf, aber klar, ich verstehe das sehr gut, halt auch so eine, auch die Angst davor, wie das halt, ne, dass es halt in so eine Richtung geht, wo wir es echt nicht haben wollen, ja, oder wo ich es auch echt nicht haben will. Michael. Ja, also, was Laura gesagt hat, also es ist manchmal wirklich als Berlinerin, Berliner schwer vorstellbar, welches Milieu sich da so vor allen Dingen in Ostdeutschland so zusammenfindet und so. Also ich lese das natürlich aufmerksam und ich weiß auch, dass Antifaschistinnen in bestimmten Ländern es wirklich eine schwere Position haben und so. Und das ist natürlich aus Berliner Sicht, das hat ja, glaube ich, Silvia auch so gemeint, ganz schwer so zu verstehen und so. Und in welcher Defensive dann auch fortschrittliche Menschen sind, ne? Das stellt sich in Berlin eben völlig anders dar. Wir hatten ja einen Aufstieg der AfD in Berlin. Und Tatsache ist, dass die AfD in Berlin Stimmen verlieren wird, und zwar massiv. Ich will mal ein Beispiel sagen. Da gibt es das Außenbezirk Gropiusstadt, das ist Südneukölln, das ist ein Hochhausviertel, sozusagen mit unteren und mittleren Einkommen und ein paar Prekären dazwischen.
wo die AfD bei den letzten Wahlen fast stärkste Partei geworden ist. Und dann hat vor 4 Jahren da ein Organizing-Prozess angefangen, der auch von der Linkspartei gut unterstützt wird, weil es vernünftige Leute sind, die das machen und der aus der Mitte dieses Organizing-Prozess wird es einen Kandidaten der Linkspartei geben, einen jungen Mann, der total verankert ist im Kiez da bei den Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere, wenn ich das mal so laissez-faire sagen darf, bei den älteren Rentnerinnen unglaublich beliebt ist. Und wir werden den Stimmenanteil, also ich sag mal wir in dem Fall, obwohl ich nicht in der Linkspartei bin, wir werden den Stimmenanteil der AfD halbieren in dem Quartier. Das geht, weil wir seit 3 oder 4 Jahren die soziale Frage in den Vordergrund stellen. So, und um diese Frage organisieren und die AfD natürlich zu diesem Punkt nichts zu sagen hat, außer Verschwörungsscheiß, er kennt das alles, muss ich ja nicht ausführen. Und das ist zumindest für Berlin, für andere Sachen will ich, da maß ich mir überhaupt nicht an, Ratschläge zu geben. Das ist genau der Weg, der zu beschreiten ist, um die AfD an den Rand zu bringen. Und das wird klappen bei den nächsten Wahlen, der Stimmenanteil der AfD wird deutlich zurückgehen. Ja, ich würde sagen, ich muss mich um 9 verabschieden, ja, weil ich ehrlich gesagt, ich muss essen, ja, und ich bin zum Essen eingeladen. Darauf wollte ich gerade hinaus, genau. Wir haben nicht mehr lange, wir haben noch Gesine und Anton auf der Liste und oder auch Anton und dann Gesine. Mach doch gerne noch, sag doch gerne noch ein Schlusswort oder was, ja, und dann machen wir auch schon Schluss. Ja, genau. Nochmal zu diesem Organizing-Zeugs und so und gerade auch mit den Rechten. Klar, also das ist auch die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe, die konkret umsetzbar ist, also in Strukturen reinzugehen und vor allen Dingen alle Menschen auch einfach dort, wo sie tätig sind, dort, wo sie arbeiten gehen, wo sie ihre Freizeit verbringen, wo sie einkaufen. So. Und das ist halt ein super langfristiger Prozess und davon kriegen wir auch keine Nazis entwaffnet und überhaupt nichts. Das sind ganz viele kleine Schritte. Aber das sind vor allen Dingen Schritte, die halt weiße Leute gehen können. Und das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Das ist halt, finde ich, wichtig, dass das in alle Bewegungen und irgendwie kommt, da umgesetzt wird und halt auch nicht nur im Politischen, sondern auch im Privaten. Und da sind wir aber gleichzeitig auch immer wieder auf Rückmeldungen angewiesen, wie sowas sinnvoll zu veranstalten ist, weil wir auch einfach auf Fehlschlüsse kommen dadurch, wie wir positioniert sind. Wollte ich jetzt auch noch mal sagen, genau, war jetzt ziemlich finster und das ist auch das, was ich mir in der Landwirtschaft einfach auch hoffe, dass da Bauern und Bäuerinnen eine größere Stimme haben und auch einfach im Privaten auch nochmal ein anderes Standing, wenn sie halt die Probleme wirklich auch bei der Ursache benennen. Und das Problem ist halt zum Beispiel in der Landwirtschaft nicht der Konkurrenzdruck von Bäuerinnen und Bauern aus dem Ausland, weil die einfach noch unter viel prekären Bedingungen produzieren als hier. Und das Problem ist auch nicht die Düngemittelverordnung oder das Insektensterben, sondern halt der Klimawandel, die Biodiversitätskrise überhaupt. Und das muss halt benannt werden, ganz klar. Und dass das die Ursachen sind für einen erhöhten Druck. Und dann hoffe ich einfach, dass da irgendwie wieder genau andere Richtung einschlagen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Anton. Die Sina hat tatsächlich mit dem Verweis auf, naja, es muss halt, also sozusagen, es hilft, glaube ich, auch gar nicht nur darüber innerhalb von sozialen Bewegungen nachzudenken, sondern das sind Prozesse, die ganz, ganz viel an anderen Orten stattfinden müssen. Genau das gesagt, weil ich jetzt gerade den Eindruck habe, ich glaube, es finden innerhalb von emanzipatorischen Bewegungen sehr, sehr viel ja tatsächlich eine Auseinandersetzung damit statt in letzter Zeit. Und ich glaube, das ist ganz systematisch, dass wir da Erwartungen, also sozusagen, dass Erwartungen enttäuscht werden in die Richtung. Und ich glaube, das ist was, wo wir einfach wirklich aufpassen müssen und aufeinander achten müssen, dass wir versuchen, solche Erfahrungen von Enttäuschung oder von einem Gefühl von, ich werde hier immer nur angefragt und dann passiert eigentlich doch nichts oder sowas, systematisch so gering zu halten wie möglich. Aber ich glaube, sozusagen, ich bin da tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen pessimistisch geworden über die letzten Jahre, dass es nicht so viel hilft, das als sozusagen Versprechen immer wieder zu geben,
sondern dass es, glaube ich, wirklich einfach ein langer, langer Prozess ist von vielen Wandelsfragen und wo wir aufpassen müssen, dass wir trotzdem miteinander im Gespräch bleiben und schauen, dass wir versuchen, uns so solidarisch wie möglich aufeinander zu beziehen. Und das war jetzt gar nicht so optimistisch als Schlusswort. Naja. Ja, ja. Wir müssen realistisch sein. Es reicht vielleicht, wenn wir realistisch sind und aber trotzdem die Hoffnung nicht verlieren. Ja, also ich habe viel gelernt. Vielen Dank für die spannenden Beiträge. Und ich hoffe, ja, dass auch die Teilnehmenden da was mitgenommen haben, dass es in diese Richtung weitergeht, dass wir uns gegenseitig unterstützen und die verschiedenen Strategien auch nebeneinander und dann verknüpft ihre Legitimität haben und weiter wachsen können. Ja, ich übergebe noch mal ganz kurz für eine halbe Minute an das Konzeptwerk und verabschiede mich schon mal. Schönen Abend. Guten Abend. Ja, auch ganz herzlichen Dank von mir im Namen des Konzeptwerks an euch, Zeynep, Gesine, Silvia, Michael und Anton, für die inspirierenden Einblicke in eure Arbeit und die spannende Podiumsdiskussion. Vielen Dank, Magdalena, für deine Moderation. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, miteinander zu diskutieren. Und wir danken euch natürlich auch, unseren Publikumsgästen, für eure Anwesenheit. Von mir noch ein ganz kleiner, winziger Werbeblock am Ende. Wenn ihr noch weiterführende Informationen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie bekommen möchtet, dann tragt euch gerne in unseren Newsletter ein. Ihr könnt uns auch gerne mit einer Spende unterstützen, wie ihr auf dem Link auf der Folie sehen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Guten Appetit, Michael. Dankeschön. Und die Veranstaltung ist hiermit beendet. Danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt ist noch der Link. Ihr könnt schon heute Solidarisch geht anders angucken. Bis morgen. Nein, vielen Dank. Das Gespräch war spannend. Tschüss.